Herzlich willkommen zurück, ihr lieben schon coolen Freundinnen und Freunde, zum Inkassobüro der schon coolen Leute, die sich nach einem Monat dann doch mal wieder die Zeit nehmen, um sich zusammenzusetzen, um diese wunderbare Exitasse hier in die Kamera zu halten, die ich gefüllt habe mit ein bisschen Koffein, weil es ein bisschen später ist, aber ich freue mich sehr, dass wir es endlich nach drei Verschiebungen, glaube ich, geschafft haben zur Nummer 35, mein lieber Exi. 34 haben wir hinter uns, heute packen wir auch die 35, die Wartezeit hat ein Ende, aber wir sind schneller als der 9.1er-Patch. Wie findest du das? Ja, So als Opener. eigentlich ist der Vergleich ziemlich traurig, dass man jetzt schon erwähnen muss, dass wir schneller als der 9.1-Patch sind. Ja, herzlich willkommen zurück zum Goldcast, dem besten deutschen Goldfarm-Podcast im deutschsprachigen Bereich. Nein, heute mache ich den Mit jetzt nicht. Abstand. Mit Abstand, definitiv. Definitiv, ja. Ja, wie wir ja auch bereits die letzten Male erwähnt haben, fällt es uns momentan nicht so leicht, den Podcast mal aufzunehmen, weil wir uns irgendwie ständig verpassen. Entweder hat Andreas keine Zeit oder ich habe keine Zeit. Es ist momentan ein bisschen schwierig. Deswegen seht uns das bitte nach. Und was ihr mir auch nachsehen könnt, wenn ich mal eben kurz spontan auf die Temperatur schaue, es sind immer noch 27 Grad hier bei mir und ich bin im Dachgeschoss. Ja, oh, danke. Solltet ihr mal ein Auto vorbeifahren hören, es tut mir leid, aber ich habe das Fenster auf, weil sonst wird diese Podcast-Folge, glaube ich, 10 Minuten lang und dann muss ich mir die Klamotten vor lauter Schweiß vom Leib reißen. Das, nein. Auf jeden Fall freut mich, dass ihr es wieder geschafft habt. Wir sind heute hier, weil wir ein bisschen mit euch quatschen wollen. Zum einen, ja, nach über 230 Tagen Patch 9.0. Also ich sage immer noch 9.0, weil 9.05 ist ein Witz und 9.05 existiert nicht. Bekommen wir dann doch endlich mal in 3 Tagen Patch 9.1. Die meisten werden wahrscheinlich den Podcast genau am Release-Tag hören und die anderen 3, 4 Tage später. Andreas, du hast es ja in letzter Zeit nicht so mit Retail gehabt, überhaupt nicht. Aber was hältst du davon? Über 230 Tage für einen Patch, das hat schon beinahe WoD-Ausmaße angenommen. Ja, die Frage ist natürlich, oder die wir uns auch gestellt haben, welche Ursachen das hat. Und natürlich ist die Pandemiesituation, wird mit Sicherheit auch dafür gesorgt haben, dass die internen Abläufe und die ganzen einzelnen Projekte und Abschnitte, die Gruppe wartet auf den und das muss fertig werden. Das war sicherlich ein erheblicher Faktor. Nichtsdestotrotz ist es gerade angesichts der langen Laufzeit der World of Warcraft ein bisschen verwunderlich, dass sie das gute Feedback gerade zum Start der Schattenlande, denn ich finde, also nach wie vor, unabhängig jetzt von diesem Golden-Buffet-Thema, finde ich Schattenlande ist eine der besseren Expansionen. Also müsste ich meine persönlich alle ranken, glaube ich, wäre sie vielleicht sogar auf 3 oder auf 4. Ne? Da kommen eine ganze Menge dann eher noch dahinter. Ich finde sie vom Design gut, ich finde sie von der Struktur gut. Einiges, was den Grind betrifft, finde ich nicht so toll. Jetzt kann man sagen, ne, du spielst doch gerade Classic Burning Crusade. Ne, es gibt für mich unterschiedliche Formen aber von Grind und Ziel. Aber davon abgesehen, finde ich, war das eine tolle Expansion, die Blizzard sich überlegt hat. In jeder Hinsicht. Und deswegen diese lange Auszeit, was Content angeht, die jetzt dazu führte, dass während wir jetzt unsere 4 Wochen hatten zwischen unseren Podcasts, wir jetzt festgestellt haben, dass eine ganze Menge Content-Creator auch zwischendurch jetzt mal abgewandert sind. Zum Beispiel, was Final Fantasy angeht, es gibt ja noch ein, zwei andere MMOs. Wir sind uns sicher, die kommen immer wieder alle zurück zur WoW aus guten Gründen. Aber es fällt mir erheblich auf, dass die Videoaufrufzahlen sind eingebrochen, übergreifend. Die Frustpostings nehmen zu, ja, denn die Stimmen, die eh rumnölen, die sind jetzt nur lauter, weil viele sich ausgeklinkt haben. Und ich nehme das immer so in meinem Umfeld, derjenigen, die mehr oder weniger Casual WoW spielen, da spielt niemand mehr Retail seit langer Zeit nicht. Die sind jetzt natürlich alle in Classic, in der Burning Crusade, meine gesamte Gilde und die Raid-Gruppen, die beiden, die sind komplett ausnahmslos in der Burning Crusade. Die reizt auch 9.1 nicht groß. Die haben geguckt, gesagt, ja, oh, Torghast kennen wir schon. Ah, wollen wir da jetzt nochmal raiden? Wissen wir nicht. Wir müssen erstmal Karazhan durch und sowas, ne? Sagte ich gerade Exi im Vorgespräch. Und dadurch habe ich ein bisschen anderen Fokus drauf als du. Du bist viel tiefer drin, einfach auch in dem Content, auch durch deine Raid-Gruppe. Insofern ist deine Sicht aus diesem, ich sag mal, ein bisschen mehr Progress-Angang mal ganz interessant. Jemand, der wirklich auch Torghast 4000% häufiger gespielt hat als ich. Wahrscheinlich fehlt da noch eine Null. Aber mal die Frage dann zurück an dich. Ich sage, Verhalten, ich glaube nicht, dass so viele zurückkommen zu 9.1. Wir werden merken, es wird ein bisschen mehr brummen. Aber es fehlt dieses 5-Millionen-Meter-Ziel, was wir hatten.
In BFA, das ist mir tatsächlich jetzt aus diesem Gold- und Berufefokus total bewusst geworden. Und mein Gold mache ich im Moment durch das, was ich günstig eingekauft habe in Retail. Ich habe lichtlose Seide eingekauft über die Monate, dieses ganze Dumping-Festival mit Hinsicht auf 9.1. Und jetzt sehe ich gerade, man braucht 400 alleine für dieses, für das Reagenz des legendären Items, 400 lichtlose Seide. 400 Stück. Ich finde das eine ganz schöne Hausnummer für Casuals. Und wir können ja gleich nochmal auf ein, zwei Sachen ins Detail eingehen. Aber jetzt mal zurück an dich die Frage, auch der du immer noch regelmäßig auch WoW-Streams machst, die Goldfarm-Streams. Ja, richtig. Wie viel davon war Schattenlande? Wie hast du die letzten Wochen, Monate verbracht? Bist du noch aktiv am Raiden? Wie ist denn deine Bilanz so bisher und dein, der Exi-Status und seiner Community gerade in den Schattenlanden? Das interessiert mich mal. Ja, das waren jetzt tatsächlich, ich habe ja die letzten 3 Wochen Urlaub gehabt. Das war sehr interessant. Also natürlich, meine WoW-Streams, klar, finden halt statt, für gewöhnlich. Auch wenn sie montags gerne mal ausgefallen sind. Aber wir haben halt auch wieder sehr viele Farm-Challenges gemacht. Aber das geht momentan, was mich betrifft, hart in die Mount-Produktion-Richtung. Sprich, Materialien für Fuel oder der Sandelfarm, Materialien für, ich kann auch nicht, geht Titan oder Saronit sammeln, um Feuerstühle zu bauen. Oder halt meine bekannten Legionsfarm-Dinger, was ich da alles abziehe oder sonst irgendwas. Was davon war Schattenlande? Oh, das kann ich an einer Hand tatsächlich abzählen. Nebenbei, um mir ein bisschen die Zeit im Retail zu vertreiben, arbeite ich halt wieder an meinem All-the-Things-Kram. Sprich, alle Vorlagen sammeln, alle Haustiere in einem Gebiet sammeln und so weiter und so fort. Und dafür benötigt man PvP-Erfolge. Du musst irgendwie in jedem Gebiet in Shadowlands musst du 1000 Ehre erarbeiten. Sprich 1000 Ehre in Bastion, 1000 Ehre im Ardenwald, mal Draxos und was weiß ich nicht alles. Das haben wir zusammen im Stream gemacht. Also haben uns Gruppen gebildet, uns in PvP-Gebiete geschmissen, PvP-Weltquests gemacht und so in der Richtung. Das war Schattenlande-Content. Und das zweite war, dass ich halt unter anderem, auch weil ich einen bestimmten Rahmen abfahre, mit dem mir ein Haustier geben kann, macht mir einer aus meiner Gilde beschwert mit dem Rahmob tatsächlich immer, weil ich das selbst noch nicht kann. Das zeige ich. Und der Rest hat nichts mit Shadowlands zu tun. Das liegt aber auch daran, das habe ich im Stream auch schon drüber gesprochen, mir macht Shadowlands an sich Spaß, ja, aber nicht in puncto Goldfarming. Überhaupt nicht. Ich finde in Bezug, ich mache das Ganze jetzt seit WoD. Oder? Ja, eigentlich schon so ein bisschen seit Mist of Pandaria, aber größtenteils habe ich mit Goldmaking WoD angefangen. Und begann so dein Content, ne? Das war, ja, genau. Das war zu WoD, ne? Und Shadowlands ist momentan mit Abstand die Erweiterung, wo ich wirklich am Goldmaking selbst die größte Konzentration von Langeweile verspüre. Sag ich dir ganz ehrlich. Es macht keinen Spaß. Du hast gewissermaßen nichts, worauf du wirklich hinarbeiten kannst. Klar, wenn ich eine Marke brauche, sage ich dir ganz ehrlich, gib mir 3-4 Tage. Bei der Zeit, die ich da reinstecken kann oder will, wie auch immer, gehe ich, pull den halben Ardenwald zusammen, gehe Kirschen und hab das Gold für eine Marke zusammen. Ja. Will ich Gold verdienen, habe ich 2 verschiedene Optionen. Punkt A, ich mache Twink Gear, sprich mit Crafters Mark arbeiten. Oder Punkt B, ich baue die Grundbausteine fürs Legendary. Und das war's. Dann kommt irgendwann kommen noch Raid-Supplements, also Pots, Flas, Umskillbücher und so ein Kram und wie auch immer. Aber es gibt halt nichts Interessantes. Und ich finde das furchtbar langweilig. Ich habe letztens auch, wie gesagt, darüber gesprochen. Ich pimmel, selbst wenn ich für den gleichen Goldbetrag doppelt so viel Zeit brauche, ich arbeite momentan viel, viel lieber mit WOTLK und Cutter-Content und so in der Richtung, weil mir das deutlich mehr Spaß macht. Weil ich da halt eben, guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Feuerstuhl brauche, dann weiß ich momentan, oh, ich muss eine Stunde oder zwei mal eben durch 1000 Winter fliegen und mit Titan und Saronit besorgen. Dann muss ich noch beispielsweise die Instanzen laufen, um mir die gefrorenen Kugeln zu besorgen, um sie in die Elemente umzutauschen oder ich farm die Elemente direkt, wie auch immer. Dann muss ich noch einen Sturmgipfel, muss mir die Grundbauteile besorgen. Solche Geschichten. So, wenn ich jetzt an Dingsens denke, zum Beispiel an Legendaries in Shadowlands, wo renne ich 2 Stunden im Ardenwald rum, kaufe mir dann einen Oribus und Splitter. Das war's. Also, und das persönlich finde ich einfach furchtbar langweilig. Und ich sag's dir auch ganz ehrlich, ich mag WoW, versteht mich da nicht falsch. Ich mache auch gern meinen Content und meine Streams und meine Videos weiter. Aber momentan spiele ich WoW eigentlich nur, um Daily, meine ganzen Daily-CDs zu machen. Da sind vielleicht ein paar zugekommen in den letzten Tagen. Ich mache meine Streams, ich mache meine Raids, wenn sie denn stattfinden, weil wir auch viel pausieren momentan. Sommerpause sozusagen.
und dann spiele ich was anderes. Und ehrlich gesagt, gefällt mir das. Ich habe halt festgestellt, ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viel Zeit und Energie in WoW gesteckt. Da sind mir sehr viele andere gute Titel quasi einfach abhanden gekommen. Du hattest vorhin was mit Final Fantasy angesprochen. Ja. Ich habe auch schon überlegt, so ist das nicht. Aber ich warte tatsächlich, bis die nächste Promo-Aktion kommt. Muss ich dann mal gucken. Aber ansonsten, gut, 9.1, sag ich dir ganz ehrlich, die meisten Leute freuen sich wieder tierisch auf den 9.1-Release und sagen, oh, endlich wieder Content und wie auch immer. Und dann passiert genau das Gleiche, was jedes Mal passiert. Die Leute suchten es quasi komplett die erste Woche durch und dann beschweren sie sich, Blizzard, wo ist mein Content? Dann beschweren sie sich wieder, oh, das ist alles getimegated. Wieso kann ich nicht sofort das Fliegen freischalten? Wieso muss ich erst bis Renown 44 kommen, um das Crafters Mark zu kriegen oder um die Legendaries bauen zu können? Bla, bla, bla. Dann geht das Gejammer wieder los. Was weiß ich nicht alles. Das ist schrecklich, finde ich. Keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Ja, schwierig. Ich sage mal, WoW ist also nach so vielen Jahren, ne? Es ist halt, man hat ja manchmal eine komische Beziehung auch zu dem Spiel, ist ja tatsächlich so. Und man hat ja nie Langeweile. Das Thema ist ja, selbst wenn man jetzt sagt, also aus den Schattenlanden klinke ich mich jetzt so aus. Du sagtest gerade All the Things, alte Erfolge, Rezepte farmen, Transmog farmen, keine Ahnung, einfach nochmal Sachen, Klassen und Specs vielleicht, im Zweifel auch mal die Faction komplett wechseln, ja? Also, ne, wenn man jetzt Allianzler war die ganzen Jahre, zu sagen, ich gehe mal die ganzen Horde-Quests rein durch und natürlich andersherum, um so ein bisschen die WoW nochmal anders zu erleben. Also, Langeweile gibt es nicht, das ist ja das Phänomen. Wenn es danach geht, hat man immer zu tun. Und das tatsächlich jetzt der größte Konkurrent, sagte ich ja schon, für WoW ausgerechnet auch Burning Crusade ist. Und wenn ich mir die Gold Guides aufrufe, die Aufrufzahlen, das sind Welten. Ja, also die Aufrufzahlen für Burning Crusade, Gold Guides und für Retail, das ist so weit auseinander. Das zeigt ja auch im Moment, dass in Schattenlanden ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts. Also da war jetzt auch die letzte Zeit. Was willst du da machen? Die Gold Guides, die kommen, sind immer alter, ist immer alter Content. Es sind immer alte Geschichten, klar, was ja auch faszinierend ist, ne? Also Schattenlande, Goldgeiz gibt es in diesem Sinne nicht. Das, was du gesagt hast, wir haben letztendlich alles schon gezeigt, über alles berichtet. Das hört man in deinen Streams, das hört man bei Chris Goldgoblin in seinen Streams. Das sind die üblichen Sachen, die man jetzt macht. Die alten Geschichten, die laufen halt immer, ne? Das Thema Mounts gehen irgendwann, mir schon gesagt, bestimmte Vorlagen, bestimmtes Transmog. Das funktioniert immer. Ich habe Saronitbarren, 200er Stacks für 80 Gold pro Stück pro Saronitbarren verkauft. Ja. Da habe ich mir nur die Augen gerieben, ne? Einfach so Platzhalter, weil einfach Leute alte Sachen nochmal tatsächlich craften. Das von dem Feuerstuhl gesprochen, so. Und dachte ich so, also Exi, wenn du einen Feuerstuhl haben willst, dann wirst du HSV-Trainer. Ja, das können wir viel einfacher haben, was danach geht. Aber stimmt, sowas wie Feuerstuhl überhaupt, und das ist ja wieder das Schöne. Dadurch, dass diese alten Sachen so laufen, sind die alten Transmutationsthemen noch spannend, die alten Erze, die alten Barren. Und die Leute sind immer irritiert, wenn sie sagen, Mensch, wie komme ich denn jetzt doch an die Marke und ich will erstmal einsteigen, habe ewig kein Goldmaking mehr betrieben. Was kann ich so machen? Und dann gibt mir den für die Schattenlande 2, 3 Tipps. Und die nächsten 20 Tipps haben mit den Schattenlanden nichts zu tun. Sagen die Leute, Moment, wieso, was soll ich denn hier da transmutieren? Wieso, ach, lebendiger Stahl, da war doch mal was. Also das sozusagen der Großteil, abgesehen dieser Flips jetzt durch 9.1, weil die Preise angezogen sind, waren meine ganzen Schattenlande-Retail-Annahmen. Wenn ich mich 2, 3 Mal die Woche einlogge, das ist alles alter Kram. Gildenbank-Verkäufe. Ja, also ich freue mich jetzt, dass ich die Gold-Mainit-Dumpings rausgekauft habe. Die sind jetzt 250.000 pro Stück jetzt nochmal angezogen. Allerdings, kurzer Einwand, die Marke ist jetzt auch ein bisschen teurer, ne? Also wenn man das jetzt gegenrechnet, das war so ein Zeitpunkt, da war die Marke bei 200, 210.000 Gold, so, und jetzt ist sie noch zwischen 270 und 300.000, pendelt die immer so ein bisschen, ne? Ungefähr, kann das sein? So, das verfolge ich auch nicht mehr täglich. So, also es ist jetzt ein bisschen mühseliger, aber wie du schon sagst, dein wunderbarer Exitus Assistant, die Datensammlung der alten ganzen Farm-Spots, natürlich hinter Dungeons, alles was instanziert ist, da eine Erhebung mal tatsächlich zu machen, das ist ja spannend, interessanter Moment. Und die Berufe, ich habe gedacht, ich gucke jetzt mal, wir lassen jetzt mal das Legendary Crafting weg für 9.1. Ja, bitte. Und dann wird's dünn. Dann wird's echt dünn. Und ich sagte schon, ich habe mich eben im Vorgespräch auch darüber lustig gemacht, als ich gesehen habe, zum Beispiel, dass Alchemie hat dann so etwas wie Blossom Burst.
Die Blütenexplosion. Mensch, super. Und die Fackelexplosion, alles klar. Kochkunst haben wir hier, Inschriftenkunde. Da kommt, glaube ich, ein neuer Vertrag bei dem Vorstoß des Todes für, ne? Die neue Fraktion in Kortira da. Genau, Kortira, wird das richtig ausgesprochen? Kortira? Ich glaube Kortira, also den richtigen genau. Maps haben wir noch nicht angehört, ehrlich gesagt. Genau, ne? Also dass man alten Schrott wie die Steine, dass man das jetzt, zumindest wenn ich das sehen kann, transmutieren kann, Stein zu Erz, das ist ganz okay. Ja, aber wie du schon gesagt hast, das Farmen von Leder und Hornbälgern, das wird wieder interessant. Lichtlose Seide wird richtig anziehen. Mhm. Und die ersten Wochen, klar, da kann man eine ganze Menge machen. Aber das Berufssystem, das ist ein bisschen, ja, das ist schwierig. Also ich fand total interessant. Ja, man kann jetzt, einige können sich jetzt die Haare raufen. Oder auch Haare-Jokes machen, wenn es um Asmongold geht. Ja, ich sage, ich sehe ihn als einen großartigen Entertainer an. Das kann man völlig anders sehen, das ist in Ordnung, ja, aber die Person dahinter, sein kurioses Verhalten zum Teil ist ganz witzig, aber seine Einstellung, immer wenn es ernst wird, was die World of Warcraft angeht, das Design angeht und auch der Vergleich insgesamt in der Spieleindustrie, finde ich, hat er eine ganz gute Sicht, eine relativ seriöse Sicht, eine total plausible Sicht, und er hat sich auch ein bisschen briefen lassen, wie das in Final Fantasy läuft zu dem Thema, da heißt das ja Jobs, diese ganzen Spezialisierungen. Und dass du den Content spielen kannst, die haben gar nicht so ein Klassensystem, sondern du kannst wirklich alles spielen, alles erleben, ja. Und da gibt es dieses Balancing-Festivals, was Blizzard durchzieht. Das Problem hat Final Fantasy nicht so in der Form. Und das Berufesystem habe ich mir in den Teil jetzt auch noch nicht angeguckt. Aber ich sage immer, die anderen MMOs sind mir da egal. Ich glaube, ich spreche auch für dich, wenn wir sagen, wenn es nach uns geht, wir würden gerne aus der WoW das Optimum machen. Ja, dann soll doch Blizzard kopieren und Sachen adaptieren und sagen, was machen denn die anderen MMOs? Kann ich eine Balance finden? Und von mir aus sollen sie zu bestimmten Berufen, Craft-Erzeugnissen, Jahreszeiten einbinden, ja? Dass es wirklich saisonale Geschichten gibt, die jetzt im Sommer besser gehen oder die im Winter nachgefragt werden, weil die NPCs ihre Baustrukturen verändern und sagen, wir brauchen jetzt bestimmte Hölzer und Steine und Gräser und Pflanzen und was weiß ich und Weiterverarbeitung. Das kann man alles machen. Dann sollen auch die Leute sagen, das habt ihr aber da kopiert. Ja, so fucking what. Ja, und dann haben sie es halt kopiert. Aber ich finde es total spannend, dass du auch, dass unsere Communities im alten Content rumtoben, um sich mit den Berufen mit Gold auseinanderzusetzen. Und ich finde das so schade, dass das Blizzard Design Team nicht mal andeutet und sagt, wisst ihr was, wir überarbeiten die Berufe komplett. Da wird sich einiges verändern. Vielleicht müsst ihr manchmal bei Null wieder anfangen. Ja, wir machen den kompletten Reset, wir strukturieren das irgendwie um. Ah, das ist so ein bisschen schade. Und klar, Legendary Crafting und so weiter. Für mich ist es ein Grind-Festival. Für mich sind es Anforderungen, die ein Casual so nicht bedienen kann. Die sogenannten No-Life und diejenigen, die ersten Wochen richtig viel Zeit haben, die werden Goldcaps wieder farmen und sagen, Leute, wo ist das Problem hier? Legendary Crafting. Ja, ich bin jetzt irgendwie dabei und dann, ja, klar, ne, von morgens um 10 bis nachts um 1. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das kann man so nicht bedienen und da bist du abgehängt. Wenn du das Kapital hast für Servertransfers, dann ist es auch egal. Dann schiebt man die Chars hin und her und kauft dann halt irgendwie günstig ein, hört auf den High-End-Servern und kippt den ganzen Kram ab. Aber ich sagte schon, ich bin eher in der Burning Crusade unterwegs, das ist auch eine Form von Grind, aber ich habe da ein genaues Ziel und alles, was ich dort farmen kann, macht gerade Silber und Gold, wirklich alles. Also jeder Mob droppt irgendwie irgendwas, was gerade relevant ist, die Ruf-Items, die total relevant sind, die gesamten BC-Materialien, alles ist irgendwie tatsächlich relevant. Man hat dieses riesige Grind-Festival vor sich, aber ja, man hat das schon irgendwie alles durchgemacht, aber es fasziniert mich im Moment mehr, es macht mir mehr Spaß, auch wenn man das kennt, es ist nichts Neues. Also ihr verpasst nichts, wenn ihr sagt, ach, hatte ich schon vor 15 Jahren, ihr verpasst nichts. Mir macht es aber trotzdem Spaß, das nochmal durchzuleben und ja, Corium ist gerade wertlos übrigens. Also Corium liegt bei 4 bis 5 Gold, also ne, das ist in Retail jetzt viel, 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 viel wertvoller. Weil man bis auf die High-End-Schmiederezepte jetzt im Moment damit nichts machen kann. Wann wurde Corium damals eigentlich so wertvoll in Retail? Als die Transmog-Geschichten kamen, ne? Da zog das auf einmal an, ne? Also im Nachhinein. Ja, sozusagen. Ich denke mal, das war die zweite Welle, wo es anzog. Die erste war tatsächlich, würde ich beinahe behaupten, Richtung WOTLK. Als die meisten Leute wirklich WOTLK-Content und weniger Burning Crusade-Content gespielt haben. Die Leute aber angefangen haben, sich zum Beispiel die alten Mounts nachzubauen. Corium, Kraftkern für die Flugmaschine, ja, okay. Und so weiter. Ja, aber wenn keiner im Burning Crusade unterwegs ist, kriegt keiner Corium, dann wird es wertvoll. Aber mit Transmog selber, da war es dann vorbei.
Genau, das gab nochmal einen anderen Schub. Ne? Das fehlt halt total. Ne? Den ganzen Kram, den man jetzt, die ganzen Greens, die verkauft man halt, wenn man sie nicht entzaubert. So, aber dadurch haben wir tatsächlich WoW, also ich sag mal, besetzt ja dann einmal die Retail-Front, die Burning Crusade-Front. Trotzdem, mich reizt Final Fantasy nicht so, weil ich den Style nicht so mag. Damit sage ich aber, ja bitte, ich werte hiermit nicht über das Spiel, ja, bevor einige Leute sich getiltet fühlen oder so. Es ist nicht meins vom Artwork, vom Design ist es nicht Das ist ein meins. Asia-MMORPG, ja. Genau, es ist aber nicht, das ist keine Wertung über dieses Spiel, es wäre nur nicht meins. Also ich muss mich da zurechtfinden, das kann man sagen, so dieser Comic-Stil von WoW, ja, den mag ich trotz allem. Alles, was so realistische Grafik angeht, hat immer Tücken. Finde ich immer schwierig. Also sowas wie Black Desert Online ist zum Beispiel grafisch irre. Es ist grafisch absolut, also wenn du das spielst, kannst du auch denken, du spielst The Witcher 3 oder sowas. Ja, wirklich ein Singleplayer-MMO. Oder ne, so Kingdom Come, Kingdom Come, Deliverance. Kingdoms of Amalur, Kingdoms of Amalur, Reckoning oder sowas, war auch so ein Singleplayer-MMO damals für diesen Baseballspieler, dieses Studio gegründet hat. Aber trotzdem, also wie gesagt, Black Desert Online ist ein reines, wie sagt man, Credit Card Swipe Festival, ne, das ist wirklich Pay to Win in Tütelchen. So, also wir haben Interesse dran, um auf den Punkt wieder zurückzukommen, dass die WoW, Make a WoW Great Again, so. Schattenlande finde ich ist eine gute Expansion, aber Thema Gold und Berufe ist im Moment tatsächlich schwierig und gäbe es die Burning Crusade gerade nicht, Exi, würde ich glaube ich Horizon Zero Dawn glaube ich zu Ende spielen oder We Are Football ist gerade ein neuer Football Manager oder Far Cry New Dawn würde ich durchspielen, weil demnächst Far Cry 6 kommt und mit meinem Bruder The Division 2 würde ich wahrscheinlich weiter grinden, irgendwelche Loot-Shooter. Ich würde WoW tatsächlich Moment links liegen lassen, auch durch den Sommer. Wetter wird besser. Ne? Jetzt der nächste Herbst und Winter kommt, dann ist man eh wieder mehr am Daddeln. Aber abends denke ich, gehe ich jetzt an den Rechner, grind ich noch. Und ich stehe jetzt kurz vor Level 70 und wir haben bald einen Monat Burning Crusade Release. Also nur mal so, wie schnell ich bin, ja, und mit wie viel Ehrgeiz ich das verfolge. Und die Gilde sagt schon: Hallo, Andreas hier von Karazhan, wie sieht's aus? Ja, sieh zu, werd Level 70, ne? Wir müssen dich hier noch durch die Pre-Quests ziehen und sowas. Aber da habe ich Lust zum Moment tatsächlich und sagte schon zu Exi, ich werde vielleicht wieder Raider. Ja, aber nicht in Retail, sondern das, was ich damals auch gemacht habe. Kara habe ich damals mit geradet. Vielleicht fühle ich mich da einfach sicherer, weil ich da nicht bei Null anfange. Ne? Klar, könnte ich jetzt auch im Schattenlande Raid, da mache ich 3, 4 Mal mit, dann komme ich da auch rein. Aber bei Karazhan weiß ich schon, was los ist. Ja, und freue mich über die heimtückische Attacke von Morose und sowas. Ich mag das. Also, ich mag diesen Burning Crusade-Stil. Ich mag dieses ganze Drumherum. So, das holt mich nochmal ein bisschen ab. Du, das vielleicht sage ich in 3 Monaten, pfeffer ich das in die Ecke und sag so, Exi, wann kommt 9.2? Mach mir mal Mut, wie lange muss ich jetzt noch durchhalten? So. 230 Tage. Oh, ja. Warst du nicht derjenige, also irgendwas klingelt da bei mir mit dir und Karazhan. Hattest du denn nicht mal die Story erzählt, wie du irgendwie nach der Raid-Pause beim Schach-Event nicht wiedergekommen bist, weil du am Auktionshaus standest oder so? Genau, ich habe ja Verwarnung bekommen, weil die Leute nach den Pausen, damals mit Doppel-Account und so war ja noch nicht so, sondern ich habe mich halt umgeloggt in der Auktionshaus und unterwegs. Ich glaube, Schlangenschrein war das, da waren wir gerade im Schlangenschrein unterwegs. Und dann dröhnen da 10 Leute ins Mikro an, die umloggen, raus aus der Iron Forge Bank und so. Ja. Aber da war ich noch nicht so. Also richtig mit diesem Thema Goldmaking habe ich tatsächlich jetzt zu Wrath of the Lich King angefangen. So richtig, ganz gezielt, da war es einfach nur so ein bisschen den Kram auch zu verkaufen, zu überwachen und die Zeit zu überbrücken. Aber ja, also da gibt es wirklich viel zu tun. Es ist zum Teil sehr mühselig, aber das ist halt das Schöne. Vorhin war mein Auktionshaus, war kein Urschatten mehr da. Und Wahnsinn, ne? Und Urschatten, das ist jetzt schwer. Also verkauft man auf meinem Server gerade zwischen 40 und 50 Gold. Das ist gerade richtig, richtig, richtig viel für Burning Crusade-Verhältnisse. Nicht mit Retail vergleichen. 50 Gold ist gerade irre. Das heißt, der Nagrand wirklich die ganzen Voidwalker da kloppen. Und weil ich auf einem relativ großen Server, ich glaube, auf dem siebtgrößten Deutschen, sechst oder siebtgrößten oder noch, ich weiß es nicht. Also gute Abnahmepreise sind nicht immer top, aber die Abnahme ist groß und wenn ein Markt mal leer gefegt ist, lohnt sich da die Geschichte. Aber viele sagen auch, um Schluss dazu Burning Crusade zu sagen, Anni, ich habe mir jetzt den Release angetan, die ersten 2, 3 Wochen, mir fehlt die Marke. So, und das ist echt, das kommt halt immer wieder. Ich frage die Leute, wenn die dann zurück zu Retail gehen, sagen sie, ja, ich brauche ja die Spielzeit. Ich muss Retail spielen, damit ich halt Classic spielen kann. Das heißt, ich grinde in Retail das Gold. Mir fehlt nämlich in Classic die Marke. So, und das finde ich halt ganz interessant, weil das nicht nur einer sagt, das sagen auch diejenigen, die das jetzt nicht nur um des Goldverdienens spielen.
Und ich habe leider keine Ahnung, ob und wann jemals die Marke kommt, was Classic Burning Crusade angeht. Ich weiß gar nicht, ob es gut wäre oder nicht gut wäre. Irgendwie wäre es toll. Auf der anderen Seite, das ist auch die Büchse der Pandora, ne? Wenn du da das aufmachst, dann wären wir wieder beim Thema Botting. Thema Goldverkäufe würde auch nur wieder anders laufen. Ich glaube, du kriegst es nicht eingefangen. Wirst du Aber auch sag nicht. du mir mal, ob die Botwelle in Retail weniger geworden ist. Ist dir irgendwas aufgefallen? Es ist ein bisschen weniger geworden. Also bei meinen Adenwald-Farmrouten, ja, von Zeit zu Zeit bin ich noch da unterwegs tatsächlich. Es laufen immer noch vereinzelte Druiden rum, die halt wirklich Kräuter und Erze einsammeln mit Namen wie FGDHJUIKLO und so in der Richtung. Ja. Aber es ist gefühlt weniger geworden. Ich krieg noch sehr, sehr häufig Meldungen von Zuschauern, die meinten, hey, ich hab da jetzt gerade so eine Gruppe von 5, 6 Druiden. Ich weiß jetzt nicht, bauen die jetzt alle zeitgleich ab oder ist da noch Zeit zwischen? Wie macht man das momentan am besten? Wie ist denn da deine Meinung zu? Und so weiter und so fort. Also ich krieg noch vereinzelte Meldungen darüber, aber im Allgemeinen habe ich das Gefühl, es ist weniger geworden. Aber Okay. da kommt dann aber auch wieder dazu, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich bin momentan nicht so häufig in WoW online, sage ich ganz ehrlich. Ich habe jetzt die letzten 3 Wochen gefühlt mehr Zeit mit Rainbow Six Siege und Valheim verbracht, als ich tatsächlich im Endeffekt WoW gespielt habe. Du hast Rainbow Six Siege gespielt? Interessant. Wie gefällt dir das? Der Battle Ist ja sehr Pass. taktisch, taktiklastig, ne? Ja, Um das mal so der zu Battle sagen. Pass für, also es kam jetzt, ich habe es eine Woche gespielt und dann kam der neue Patch Northstar und dann gab es Battle Pass natürlich mit 100 Stufen und ich habe schon 60 Stufen voll. Na, okay. Mir gefällt das Spiel sehr, sehr gut tatsächlich, weil ich habe ja immer gesagt, ich mag keine Shooter. Ich habe ja auch Warzone jetzt mal ein bisschen angetestet. Ich habe früher auch sau viel Counter-Strike gespielt und was weiß ich nicht alles. Aber mir gefällt dieses Meme-lastige, man rennt rum, springt in die Luft, 360, No Scope über die Kiste und so Scheiß. Das gefällt mir nicht. Bei Rainbow Six Siege ist es tatsächlich so, du musst dich um die Ja. Ecke lehnen, in die Tür reingucken und auf einmal hast du eine Kugel im Kopf und bist tot. Das gefällt mir, weil du halt nicht einfach wie ein Berserker da rumrennen kannst oder so in der Richtung. Ich talk das mit dem Guildie zusammen tatsächlich und ja, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Es gibt momentan 30 Angreifer. Ich habe schon 26. Ich habe sehr, sehr viele Punkte gefarmt. Ja. Ich komme damit tatsächlich sehr, sehr gut zurecht. Macht mir sehr viel Spaß. Hätte ich selbst nicht gedacht, ehrlich gesagt. Das andere war Valheim oder Valorant? Was war das andere? Valheim tatsächlich. Aber erst seit Ach so. kurzem, seit ein, zwei Tagen. Und wie gefällt dir das? Das habe ich ja auch mit der Gruppe, mit der ich jetzt Burning Ja. Crusade Classic spiele. Mit der haben wir echt auch Valheim, wie die bekloppen waren. Also sechs, Super. sieben Leute täglich, jeden Abend. Das war Ja. echt eine Gaudi. Super. Alleine kann man das nicht spielen. Das musst du mit einer Gruppe spielen. Das weiß ich nicht, ob es alle. Also, man kann es anscheinend auch alleine machen, mittlerweile. Wir sind aber. Also, wir waren zu zweit, jetzt seit heute sind wir zu dritt. Und hab heute unseren ersten Troll getötet. Sehr schön. Ja. Die Es. kann man immer wunderbar nutzen, um Bäume zu fällen, ne? Wenn Ja. die holzen ja komplett alles ab, ne? Das sagen alle, die jetzt Valheim nicht kennen, sagen, hä, wo reden die beiden Vögel da? Wir hatten. Es ist so ein richtig großer, gefährlicher Open-World-Gegner, der da rumrennt. Wir hatten vorhin die Situation. Wir sind sehr, sehr weit in diesen dunklen Wald rausgelaufen. Sehr weit. Und haben uns auf der Hälfte der Strecke so einen kleinen Zwischenstopp gebaut. Mit einfach nur eine kleine Hütte, 2 Betten, Lagerfeuer und fertig. So. Haben unsere Taschen voll gemacht, wollten wieder zurück. Und der Plan war, auf diesem Zwischenstopp quasi einmal pennen zu gehen, dass es tagsüber ist, dass wir nicht in der Nacht durch den Wald zurück mussten. So gefühlt 30 Meter vor der Hütte läuft mir in diesem Wald einfach ein scheiß Troll um die Ecke. Ne? Mein Kollege ist schon in der Hütte und wartet im Prinzip auf mich. Ich so, ja, ich komme gleich, ich glaube gleich. Ich gucke mich um, scheiße, ist ein Troll hinter mir. Ich weiß nicht, ich war total Gehirn-AFK, ich weiß es nicht. Mein Plan war halt, jo, schnell ins Bett. Also habe ich den Troll zu Oh. unserer Hütte geführt. Ja, Ja. das ist Wir genau. Jetzt muss hatten man mal auch mal eine erläutern, Hütte. was das bedeutet. Was das bedeutet, genau. Wenn man einen Troll, also die sind dann auch, also das sind so ganz große, bullige Ja. Viecher, ungefähr dreimal so groß wie man selbst, was das bedeutet, wenn man den Richtung eigene Basis führt. Ja, der hat einmal seine Keule geschwungen und mein Haus war weg.
Komplett. Genau, weil die Player-Build, die Player-Build-Bases und sowas, die ziehen tatsächlich aggro, ne? Sozusagen. Ja. Und ja, es ist so ein Aufbau-Survival-Spiel, so kann man das, glaube ich, sagen. Es gibt verschiedene Biome. Ich werde auch nicht spoilern, aber es wird noch besser, es wird noch spannender, es wird zum Teil nervenzerreimend. Also wir hatten, ich sag's mal, abstrakt Dungeon-Settings, in denen unsere Gruppe echt fix und fertig war. Aber es ist, also es tut mal gut, was anderes zu sehen, außer dann der WoW, ne? Also das, ne, alles hat ja so seine Zeiten und Phasen. Ja, freut mich, dass du auch auf Valheim gestoßen bist. Das war eins unserer, jetzt im Frühjahr, eins der großen Suchtspiele tatsächlich, bei der man so einer kleinen Gruppe mal wirklich ein paar Wochen komplett abtaucht. Wir haben auch einen Server gemietet, haben im Moment abgemietet, sobald da richtig Updates kommen. Und ich vermute, die sind da, bevor 9.2 kommt, um wieder ein bisschen WoW zu dissen. Da warten wir dann noch drauf. Die haben, ich glaube, 60 Millionen eingenommen oder sowas, war so ein absoluter Überraschungstitel. Die werden jetzt dieses Jahr investieren für neuen Content, das fünfte Biom fertig machen und so, aber schaut da ruhig mal rein. Das ist ein total cooles Survival-Aufbauspiel. Tag- und Nachtwechsel, Witterung macht etwas aus. Sehr grindlastig, aber man hat auch Erfolge, ne, durch die Entdeckung. Also das ist, hat was. Ich fand, auch da können sich WoW was abgucken übrigens. Also ich habe mich da auch irgendwie gut zusammengetan, weil der Kollege, mit dem ich zusammenspiele, der ist halt wirklich so, oh geil, guck mal, ich kann mir hier jetzt einen Bogen bauen und ging dann in den Wald und hat angefangen, Rehe zu jagen und was weiß ich nicht alles und hat Holz gefällt und wie auch immer. Und ich habe mega Spaß daran, Boden anzugleichen, Strukturen aufzubauen, Häuser zu bauen und was weiß ich nicht alles. Ja, perfekt. Arbeitsteilung. Ich habe eine riesige Lagerhalle gebaut mit einer riesigen Feuerstelle in der Mitte, aber dann muss man gucken, du darfst dann nicht einfach ein Dach drüber machen, weil sich sonst der Rauch unter dem Dach sammelt und dann kriegst du eine Rauchvergiftung. Also habe ich Wände und Dachparteien genutzt, habe einen Industrieschornstein habe ich reingebaut. Saugut. Ich habe jetzt in der Mitte so richtig schön so eine Fläche, kannst du vier Feuer reinsetzen, der Rauch zieht nach oben. Und dann habe ich mit Dächern und Fußböden habe ich dann wirklich wie so ein Lüftungsschacht quasi, der führt nach vorne raus und vorne kommt dann der Schornstein, da kommt dann alles nach oben raus. Keine Rauchvergiftung, kein gar nichts. Saugut, bin ich mega stolz drauf. Und nutzt ihr das Feuer dann auch gleichzeitig als Kochstelle? Ja, natürlich. Ja, sehr gut, genau. Sie das gehört. Sehr schön. Jeder von uns hat sein eigenes Haus. Jetzt ist noch ein Dritter dazu gekommen. Das heißt, ich muss jetzt morgen erstmal ein neues Haus bauen. Das Bauen ist meine Aufgabe. Na, ich habe schon eine Holzfällerhütte gebaut, irgendwie in den Wald rein, ordentlich Häuser. Es macht mega Spaß. Und wenn ich wirklich nur für 2 Stunden da rumrenne und mit einer Steinaxt oder mit einer Feuersteinaxt auf Bäume einprügel, um Holz zu fällen, es macht mega Spaß, sag ich ganz ehrlich. Es ist sehr, sehr simpel. Weil es ist halt wirklich, du gehst dahin, das Spiel fängt an, da liegt ein Stock und 2 Steine rum. Die kannst du nehmen, kannst dir eine Axt bauen und dann kannst du anfangen, mehr Holz zu bauen. Und aus diesem Holz baust du dann einen Hammer, daraus baust du dann eine Werkbank, dann kannst du anfangen, Wände zu bauen und wie auch immer. Es ist furchtbar stumpf, sag ich dir ganz ehrlich, aber es ist momentan spannender als das WoW-Berufesystem, es tut mir leid. Weil da ist es halt nämlich wirklich noch so, oh, guck mal, hier habe ich jetzt einen Faden und da habe ich jetzt 5 Stoffe, jetzt mache ich wut, bam, fertig. Ja, so einfach funktioniert das dann halt auch wieder nicht. Na, und keine Ahnung, dann musst du erst deine Werkbank aufwerten und dann musst du deine Axt aufwerten und dann schlägst du gegen den nächsten Baum, dann steht da, jo, der ist zu hart, versuchst mit einer besseren Axt und du denkst dir, wo zum Teufel kriege ich jetzt eine bessere Axt her? Und was mich daran am meisten fasziniert, ist einfach die Tatsache, ich kenne das Spiel nicht. Ich weiß nicht alles. Bei WoW weiß ich alles in- und auswendig, wo ich was herkriege. Ja, genau, genau. Ja? Das heißt, genau, ihr wisst ja, seid ihr noch in dem Biom? Ihr habt das noch nicht so verlassen, ne? Ihr seid noch nicht so expandiert, dass ihr aus diesem großen Startbereich raus seid wahrscheinlich, ne? Ich halte das jetzt mal abstrakt. Ja, nö, also du hast ja Startbereich, hast du ja quasi Grasland und daran ist ja dieser dunkle Wald, in dem du quasi geschickt wirst, wenn du den ersten Boss durch hast. Und wir erforschen gerade den Wald so ein bisschen tatsächlich. Also den ersten Boss habt ihr, den zweiten aber noch nicht. Richtig. Okay, alles klar, ja. Ja, also was ich halt so schön finde bei Valheim ist, dass durch diese Expansion, also ne, man entfernt sich ja mal weiter, man braucht nachher eine Logistik, eine andere Orga, im Zweifel eine andere Basis, eine andere Niederlassung. Das hat aber auch gewisse Herausforderungen. Aber durch die Expansion kriegt man nachher andere Gebiete, andere Monster, andere Sachen. Dadurch entdeckt man auch neue Geschichten, die man dann craften kann. Das heißt, es lohnt sich nicht nur zu expandieren, sondern das Spiel ist darauf ausgelegt, dass man irgendwann in die weite Welt geht und man weiß nicht, was einen erwartet. Ja, mir, ne? Also ja. You are not prepared sozusagen. Das ist wieder so ein bisschen die Anspielung auf WoW hier, Burning Crusade.
da kennen wir natürlich schon alles, ne? Die Leute machen sich darüber lustig, Herr Karasan wird durchgerufelt, die Heroes werden durchgerufelt, die Trash-Mobs machen mehr Schaden als die Bosse zwischendurch, ne? Das ist das übliche Designproblem von früher. Aber das kennt man alles schon. Trotzdem, ich es kenne, macht es Spaß. Ja, klar. Burning Crusade, aber Valheim hat genau das, was du beschrieben hast, dieses mit der Gruppe loszuziehen, Verpflegung mitzunehmen und dann zu sagen, okay, wir gehen jetzt auf die Tour, wir gehen jetzt eine neue Welt entdecken und so. Und das sind diese Momente, die man halt damals nur hatte, wenn man zum ersten Mal WoW auch gespielt hat und da hat ein neues Levelgebiet, irgendwie eine neue Zone, einen neuen Bereich. So, das kriegt man halt nicht wieder. Und insofern bin ich sehr gespannt, wenn ihr bei Valheim die nächsten ein, zwei größeren Gebiete, weil die einfach die Spielweise nochmal verändern. Ich sag nichts, ich sag kein weiteres Wort, ich sag nur, es lohnt sich. Ihr seid jetzt gerade erst am Anfang. Also das wird noch richtig schön spannend und ich sag dir, du wirst zum Teil mehr Nerven verlieren, aber im positiven Sinne, Ja, auf jeden als Fall. vielleicht bei manchem Raid. Einfach weil es so spannend ist, denn man hatte was zu verlieren. Ne? Also du bist schon gestorben und dann hast du dann dein Säckchen da sozusagen und du bist nackt, ne? Quasi. Du hast ja quasi nichts und so. Also gibt zum Glück kein Permadeath. Kann man, glaube ich, auch einstellen, ne? Aber das macht keinen Spaß, ne? Man kann sterben so und dann musst du je nachdem, ja, ich bin auch schon an Orten gestorben, da wusste ich, okay, ja, die Waffen, die ich mir 2 Tage gegrindet habe, die muss ich wohl erstmal abhaken, weil ich nicht mehr an meine Leiche komme, weil ich mich ein bisschen von der Gruppe abgesetzt habe, dachte, nö, alles gut. Ich guck mal, was ich hier finde. Ich habe hier einen spannenden Ort. Ja, da ist immer noch mein Grabstein, vermute ich. Aber es freut mich. Also Valheim ist, glaube ich, genau das Richtige, um mal komplett einen anderen Fokus. Abseits des MMOs. Freut mich sehr. Also Ja, ich finde, es sollten alle mal anspielen. Wirklich, ein es ist halt, total toller Titel. eben ist übrigens gerade im Summer Sale auch im Angebot. Deswegen. Es ist halt auch furchtbar spannend, weil von dem Zeitpunkt an, wo ich, also von dem Punkt an, wo ich quasi unser kleines Dorf gebaut habe, gewissermaßen, ich kann wirklich eine halbe Stunde, oder na, eine halbe Stunde ist übertrieben, ich sag mal eine Viertelstunde oder fast 20 Minuten in eine Richtung rennen und bin quasi immer noch auf der Insel, auf der ich starte. Das sind ja Dutzende Inseln oder hunderte Inseln, die da quasi sind. Und ich habe nicht mal 1% von der Map aufgedeckt. Ja, Ja, genau. es ist enorm, wie riesig das ist. Ja, und an jeder Ecke könnte irgendwas lauern, was dich umbringt. Es ist halt, es macht richtig Laune. Auf jeden Fall. Freue mich schon drauf, das weiterzumachen. Dann frage ich dich auf jeden Fall in dem nächsten Podcast, in der 36, wie weit ihr denn zwischendurch gekommen seid, bevor die Leute sagen, sag mal, also für einen Valheim-Podcast habe ich mich jetzt hier aber nicht eingeschrieben. Ja, das ist richtig, Aber Entschuldigung. die Überschrift ist ja so ein bisschen, schreibt das gerne in die Kommentare. Seid ihr Schattenlande bis jetzt treu geblieben? Habt ihr irgendwie getwinkt? Habt ihr Torghast geballert, bis ihr keine Lust mehr hattet? Oder Endcontent gespielt oder alte Sachen gefarmt? Auch ja, vielleicht wie Exi mit All the Things eure Bibliotheken geupdatet? Habt ihr euch in der Burning Crusade auch ein bisschen verloren, dort ein bisschen verweilt? Oder macht ihr gerade WoW-Pause, spielt ihr was anderes? Ist für uns vielleicht auch mal ganz spannend, um so ein bisschen Feedback aus der Community zu haben. Es gibt immer einen harten Kern, das sehe ich auch in deinem Stream. Das sind dann die 150 Leute, sage ich mal, die dann auch immer da sind, die auch aktiv spielen oder so mal reinschauen zumindest. So ein paar sind gerade wieder weg. Ich glaube, zu 9.1 kommen einige wieder. Burning Crusade hat neue reingebracht und andere Leute auch in unsere Community, die ich vorher nicht kannte, die wirklich nur wegen Classic der Burning Crusade auch da sind. Also das sind schon zwei Spiele, die da nebeneinander laufen. Also es gibt ganz wenige, die wirklich beides spielen. Und wie gesagt, eine Überraschung gibt es nicht bei der Burning Crusade. Ja? Wer das gespielt hat, wir wissen, was kommt, wir wissen, was passiert. Die Welt ist bekannt, die Farmspots sind bekannt. Und ich habe nur heute gehört, ja, also der und der Farmspot wurde ja von Studen entdeckt. So, ne? Und dann muss ich halt immer so lachen, weil ich denke, so, der hat 2006 und 2007 noch gar keine Videos gemacht. Das sind Farmspots, die kannten wir damals auch schon. Kein YouTuber hat irgendeinen Farmspot entdeckt. Das finde ich total faszinierend, das für sich so in Anspruch zu nehmen. Weil das einfach die alten Kamellen und Geschichten sind. Und meine Herausforderung ist jetzt eher, ich versuche eher so Anti-Meta-Farming zu machen. Ich habe einige Farmbereiche, die eben nicht typisch aber farmt sind. Denn der Vorteil eines großen High-End-Servers jetzt auch in Burning Crusade, auch wie in Retail ist, du hast eine garantierte Abnahme, du hast einen super Durchsatz. Die Durchschnittspreise sind nicht ganz so gut, aber zur Primetime, Exi glaubt, also teilweise eine Quest abzuschließen, ich habe echt. Ja, ich wollte, keine Ahnung, ja, mir mit der Schere irgendwie in die Finger hacken, um irgendwie Schmerz zu spüren, weil ich keinen Questmob gesehen habe. Ne? Also teilweise habe ich mehrere Anläufe gebraucht und Abende, um Quest abzuschließen, weil es das Instant Respawn-System da nicht gibt. Questmobs, sogenannte Named Mobs, haben dann auch mal 5 bis 10 Minuten Respawn-Zeit, ganz großartig, wenn 5 andere warten und dachte ich, das sind die Momente.
Aufgrund dessen wusste ich, hat man damals das alte System wirklich hassen gelernt. Sehr frustrierend. Und dann diese Primals Farm, die ganzen Urelemente und Partikel zur Primetime Primals Farm. Vergiss es, vergiss es. Da sind Farmgruppen, du kommst an nichts. Und daher, man muss sich antizyklisch bewegen. Es gibt so ein paar coole Geschichten, bei denen ist man dann völlig alleine. Das Problem sind zu viele Mobs da, weil niemand anderes dort farmt. Immer antizyklisch bewegen. Die Spots, die in den Gold Guides gezeigt werden, könnt ihr im Prinzip abhaken, weil die einfach überlaufen sind. Auch das wie ein Retail-Exi. Also, es ist ein Déjà-vu. Ja? Es ist irgendwie dasselbe nochmal in Grün, nur halt auf einer anderen Schiene. WoW ist und bleibt WoW. Und da gibt es viele Parallelen. Eben, das Und, ist aber auch, also war völlig normal. Ich habe ja auch, ich weiß nicht, ob ich dir das auch schon erzählt hatte oder ob ich das nur bei mir angesprochen hatte. Aber ich habe mir Burning Crusade ja auch angeschaut. Ich glaube, 3, 4 Tage nach Release oder so in der Richtung. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber es gibt so diese, das ist mir damals schon, auch bei jedem Twink, den ich gelevelt habe, ist mir diese Quest immer im Gedächtnis geblieben. Auf der Höllenfeuer-Halbinsel kriegst du relativ am Anfang diese Quest: Jo, besorgt mir 10 Teufelsblut von den anheimischen Höllenorks, die da rumrennen. Ich habe über 40 Minuten gebraucht, nur für diese eine Quest, weil ich halt einfach keine Mobs abgekriegt habe. Und das 3, 4 Tage nach Release. Na, ich sag's dir ganz ehrlich, so wie es ist. Also jedem das seine. Wenn ihr daran Spaß habt, freue ich mich für euch. So ist das nicht. Mir persönlich macht es keinen Spaß, 40 Minuten an einer einzigen Quest zu kauen. Da habe ich null Bock drauf. Da, das war so der Moment, wo ich dachte, du ganz ehrlich, da gehe ich lieber Retail zocken. Nicht böse gemeint. Ja, nee, genau. So, und da ist ein bisschen das Dilemma. In die Falle sind viele getappt und wir haben schon in unserer Gilde damals, Grüße Ältestenrat Proudmoor, wir haben damals schon 2016, 2007, 2006, 2007, haben wir angefangen mit den 60ern, nämlich nicht auf der Höllenfeuer-Halbinsel zu farmen. Der große fatale Fehler, sondern was man da machen muss, war Zangermarschen. Wir sind in die Zangermarschen, da hattest du Ruhe. Und du bist dann nachher irgendwie zurück. Man hat da zum Teil auch Gruppen- und Elite-Quests, die man dann irgendwie später abschießt und man macht das in der Gruppe. Daher, ihr müsst auch da antizyklisch farmen. Und ich war vorhin auf der Höllenfeuer-Halbinsel, weil ich da einen Farmspot getestet hatte. Und ich, also, die Leute ziehen jetzt ihre Twinks durch, ne? Die Gebiete sind einfach dicht. Also, das ist der Vorteil auf dem großen Server, weil ich weiß, die Nachfrage ist da völlig irre. Da gibt es so viele Raid-Gilden. Aber die Twink-Bereiche sind, also ich dachte, Mensch, hier kann ich jetzt mal einen hohen Farmspot testen und will natürlich dann den Leuten die Spots auch nicht wegnehmen. Mit einem hohen 60er-Charakter einfach, ja, dass ich die Gegner da schon relativ zügig umbratze und sehe dann nur da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, alles klar, hat sich erledigt, der Farmspot, weil so viele untere 60er da ihre Sachen noch machen. Völlig irre, völlig irre. Das ist manchmal nett, auf einem kleineren Server zu spielen, aber da ist es kein Jammern, sondern das, was du sagst. Das war nochmal eine Erfahrung, bei der man merkte, da ist Retail, die Retail-Spielerfahrung wesentlich besser. Die Instant-Respawn-Spots haben sind ein großer Vorteil. Das zweite ist der garantierte Drop, sage ich mal. Farmen hier 10 von. In Retail ist es ja mittlerweile, glaube ich, bis auf wenige Ausnahmen so, jeder Mob hat dann auch das, was ich brauche. Ne? Also, und es gibt in Burning Crusade gibt es teilweise Quests. Da habe ich dann auch, jetzt sammle hier 10 von, das, was Exi gerade gesagt hat. So, da musst du aber 50 oder 60 Mobs für kloppen, weil die Drop-Chance bei ein Fünftel oder noch drunter liegt. Und das sind Momente, da möchtest du einfach irgendwie Wände einreißen oder wirst zum Axtmörder. Also das sind Design-Geschichten, da ist Retail tatsächlich, muss man sagen, wesentlich besser. Und da ist dieses, so, das ist ja Mainstream, finde ich dort falsch, diesen Vorwurf, sondern zum Glück ist es der Mainstream, denn wer wird sich das heute noch antun, seien wir mal ganz ehrlich. So, sehe ich wie du. Dass man Ja. da dann mal nach einer Stunde sagt, ey Leute, ganz ehrlich, da habe ich noch genug zu tun, Dailies, die ich abarbeiten muss oder Twinks in Retail in Schatten landen, bevor ich jetzt hier eine Stunde brauche, um 10 Medaillons der Höllenorks zu sammeln, bei aller Ja, Liebe. das ist schwierig. Also, da muss ich aber, glaube ich, auch noch ein bisschen zurückrudern. Also, ich bleibe bei der Meinung, an sich ist das nicht so. Aber das liegt jetzt bei WoW, habe ich diese Einstellung. Bei einem anderen Game, das ich noch nicht kenne, wird mich das wahrscheinlich nicht stören. Sage ich dir ganz ehrlich. Bei WoW stört es mich aber, weil ich halt einfach weiß, wie es mittlerweile ist. Und ich weiß auch, dass da im Prinzip Oder Punkt. nichts Spannendes nachkommt. Das ist einfach nur irgendeine Quest, die ich abschließe, um Erfahrungspunkte zu bekommen. Oder sonst irgendwas in der Richtung. Sorry, dass ich nochmal auf das Thema zurückkommen muss oder sonst irgendwas in der Richtung. Aber gestern zum Beispiel, als wir halt den ersten Boss in Valheim machen wollten, sorry, Ja, nur so als tu ich. Vergleich, du brauchst für den ersten Boss brauchst du Hirschtrophäen. Das heißt, du musst Hirsche töten und davon kriegst du Fleisch, Leder und vielleicht eine Trophäe.
Wir haben gestern zu zweit 2 Stunden lang Hirsche gejagt, weil wir diese 4 Trophäen nicht zusammenbekommen haben. Ja. Also nur mal so als Vergleich. Ich meine, klar, ich wusste, was dann kommt und sonst irgendwas in der Richtung. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, alten WoW-Content von 2006 und 2007 nochmal spielen und dann 40 Minuten für eine Quest brauchen, versteht mich nicht falsch. Also ich verurteile da niemanden für, der das toll findet. Mir persönlich gefällt es nur nicht. Das ist aber auch das gleiche wie zum Beispiel mit Time Walking. Ich finde Time Walking schrecklich. Warum soll ich für durchschnittlich schlechtes Gear Time Walking Instanzen laufen? Für ja, gefühlt 20, 25, ja. Halbe Stunde pro Instanz. Ne, Grube von Saron lässt grüßen. Für Gear, das ich quasi mit dem ersten NRC oder HC Raid quasi wieder austauschen kann. Why? Ich finde Time Walking übelst useless, sag ich ganz ehrlich. Ich habe alle Mounts von den Händlern, ich habe alle Spielzeuge von den Händlern, das reicht mir. Ich habe bestimmt schon seit einem Jahr oder so kein Timewalking mehr gemacht, sag ich dir ganz ehrlich. Seitdem sie auch die... Also, Entschuldigung, weil jetzt kommt es bei mir. Seitdem Blizzard auch die Erfahrungspunkte geändert hat, die du mit Timewalking bekommen hast, du hast ja früher deutlich mehr Erfahrungspunkte dafür bekommen, ist es halt wirklich irrelevant geworden. Und das ist halt ehrlich gesagt auch das, was mich an Blizz momentan selbst so ärgert. Oder es gibt viele Dinge, die mich momentan tatsächlich in Blizzard viel ärgern. Sie schmeißen haufenweise Leute raus, unter anderem auch die, mit denen ich bei Blizzard Kontakt habe, was mich sowieso schon nervt, dass ich quasi als Content Creator gefühlt alle 1,5 Jahre einen neuen Sachbearbeiter einen neuen Community Manager an die Seite gestellt bekomme. Das nervt. Dann fangen sie an, den Content, den ich persönlich mag, und ich weiß, dass viele von euch das genauso sehen, sprich alte Instanzen, alte Open-World-Farms, reduzieren sie einfach mal die Values von allen Items um 70% teilweise, dass du für eine Brust aus dem Höllenfeuerbollwerk, für die du früher 4 Gold bekommen hast, auf einmal nur noch 30 Silber oder so in der Richtung bekommst. Das ist ein Witz. Okay. Und dann liefern sie für 230 Tage keinen neuen Content. Also, ich weiß, manche hören mich jetzt nur über... Das ist so dieser Gesicht, wo Axel so dieses was zum Fick Gesicht, so nach dem Motto. Ja. Warum? Why? Sie machen im Prinzip sehr, sehr viel Content, beschneiden sie oder gestalten ihn noch langweiliger als vorher. Wie gesagt, ich sag's dir auch ganz ehrlich, so wie es ist, ich vermisse Azerith-Macht und ich vermisse auch Artefakt-Power. Weil, klar, ich könnte losgehen und Anima grinden, aber dadurch wird mein Char nicht besser. Wenn ich Azerith gegrindet habe oder Artefakt macht, dadurch ist meine Waffe bzw. meine Rüstung zumindest noch stärker geworden oder meine Kette damals. Ja. Jetzt kann ich Anima grinden und krieg dafür Transmog-Vorlagen. Und vielleicht mal einen Mount oder ein Haustier oder so in der Richtung. Ja, ein guter Designfehler meines Erachtens, ja. Ja, wenn du guter Designfehler. Wenn du aber wirklich quasi mal nach dem spielbaren Content gehst, den gefühlt 90% aller WoW-Spieler hauptsächlich machen, dann hast du wirklich nur Leveln, Instanzen, Raid im Plus und das war's. Du kannst Shadowlands zum Beispiel komplett spielen und musst dabei nicht ein einziges Anima irgendwie verwendet haben oder sonst irgendwas in der Richtung. Und das finde ich furchtbar schade. Deswegen muss ich dir da leider auch so ein bisschen in den Rücken fallen, was du vorhin gesagt hast, dass Shadowlands eine gute Erweiterung ist. Finde ich nicht. Ich finde, Shadowlands ist eine schreckliche Erweiterung, sage ich ganz ehrlich. Klar, es hat Spaß gemacht, das zu spielen, aber der Kern des Spiels, der Kern des Spiels ist immer das, was du quasi machen musst, um voranzukommen. Der ist bei Shadowlands extrem klein und diese Blase darum, was man alles machen kann, die ist extrem groß. Also ich mache jetzt gerade meinen All the Things Kram in Bastion zum Beispiel fertig, das kostet mich schon einen Monat und ich bin immer noch nicht fertig. Das meinte ich mit dem Grind, ja, genau. Das sozusagen diese, also ich meine, ich fände es halt vom Design schön, ich finde die unterschiedlichen Gebiete, finde ich, einfach gut gemacht. Mhm. Auch gerade das erste Durchspielen, wenn du das erste Mal wirklich diesen Weg und hast alle Gebiete, die du durchspielst, das finde ich alles gut gemacht und sowas. Mhm. Aber am Ende ist wirklich diese Anima-Geschichten so, das war etwas, was, wie gesagt, ich habe ein bisschen anderen Ansatz, wie ich auch Retail-Spiele gespielt habe, weil für mich WoW Gold um als Highscore der Fall war, ich bin da kein aktiver Raider mehr. Burning Crusade ist noch ein bisschen back to the roots, als auch jetzt einige der Leute von damals sind jetzt irgendwie noch dabei, so, ne, alle voll berufstätig und sowas und deswegen ist es dann, hat so einen Casual-Ansatz, also wie gesagt, wir sind noch deutlich vor Karazhan, so, ne, und da warten wir jetzt noch auf 2, 3, die dann auch noch 70 werden. Völlig anderer Ansatz, hat mit Progress nichts zu tun, sondern
ey, wir haben einfach mal Bock und schaffen wir den ersten Abend bis zum Schach-Event, bevor wir zu müde sind und sowas. Ne? Also es hat sich sehr verändert in den letzten 15 Jahren, die Rahmenbedingungen. Aber das, weil du eben das Valheim-Beispiel gebracht hast, nochmal zu diesen Drop-Geschichten. Der Unterschied ist, Exi hat da gerade eben gesprochen, es gibt eine Handvoll von Bossen bei Valheim und man hat dort gegrindet, ja, das waren 2 Stunden, aber dann hast du einen ganz großen Meilenstein abgeschlossen. Einen spielrelevanten Meilenstein tatsächlich, auch jetzt ohne Spoiler, der sehr wichtig ist. Es gibt auch noch einen Buff nachher, muss man dazu sagen, ne? Wenn man einen Boss erledigt hat, dann habt ihr so einen Buff mit einer Abklingzeit, den man dann irgendwie nutzen kann, der wirklich den Spieler, die Spielerin auch wirklich verstärkt. Wenn ich aber 10 Ork-Medaillons farmen muss für 40 Minuten, dann habe ich keinen Meilenstein erreicht, sondern, Entschuldigung, irgendwie eine fucking Quest, die so viel XP gibt wie 20 oder 40 Mobs, die ich kille. Das ist eher frustrierend. Und die zweite Facette, die mir noch eingefallen ist, wo ich mit dir sprechen wollte, noch zum Thema das Personal, was da auch wegbricht bei Blizzard und das ganze Thema Einsparung und sowas. Corona als großer Katalysator ist jetzt auch ein roter Teppich, um zu sagen, jo, wir müssen outsourcen, umstrukturieren, wie auch immer. Bei denen, ja, wie gesagt, WoW hat Milliarden eingespielt. Na, Milliarden, wirklich, nicht Millionen, Milliarden. Natürlich jetzt über diese Zeit, ganz klar, ne? Und diese Cash-Cow verleitet vielleicht irgendwann dazu, wenn er Top 1 ist. Es gibt so ein Phänomen, was auch Intel unter anderem durchlebt hat, die ganzen großen Tech-Unternehmen. Wenn du Nummer 1 bist zu lange, dann verlierst du den Fokus auf bestimmte Sachen. Ja? Die Nummer 3, Nummer 2 will immer die Nummer 1 werden. Wenn du zu lange und so top bist, dann ruhst du dich einfach aus und triffst Fehlentscheidungen. Das ist auch in der Spielindustrie genauso, auch in der Branche. Das sieht man ja, ich sag nur EA und sowas. Hier haben wir es bei Activision, bei den ganz großen Global Playern. Und der Kontrast, der mir aufgefallen ist, dass ich vor einiger Zeit ein Posting gelesen hatte, ist ja auch schon ein Jahrzehnt her, du erinnerst dich an Ghostcrawler. Ja, alle kennen irgendwie Ghostcrawler. Und da ist mir erstmal dieser Kontrast klar geworden, die Community-Arbeit, die Ghostcrawler geleistet hat, der hat sich mit uns in den Foren, natürlich, das ging auch heiß her und natürlich haben die Spieler, ne, die üblichen, ne, die 5%, die am lautesten sind, alles hinterfragt, aber der hat wirklich seitenweise Spieldesign-Entscheidungen erklärt, die Gedanken, warum sie das so machen, warum sie umjustieren, warum sie Sachen wieder anpassen, was das größere Ziel ist, warum sie hier eine Designentscheidung getroffen haben, die kaskadierend auf alle anderen wirkt. Geht jetzt mal bitte in die WoW-Forum, guckt euch mal diese, Entschuldigung, fucking Blue Posts an, geht mal den Blue Post-Tracker durch. Entschuldigung, das ist für mich Callcenter-Niveau. Da ist nicht mehr das, was wir von Ghostcrawler kennen. Guckt euch die alten Berichte an, ja, da wirklich eine riesige blaue Textwand. Wirklich bis ins Detail gegangen, gesagt, Leute, passt auf, dies und das. Und das haben wir uns angeguckt. Und bei Vanilla, wir waren damit nicht zufrieden. Wir haben folgende Idee. Das haben wir uns zu den Klassen gedacht. Das haben wir uns zu der Story gedacht. Das haben wir uns zu der Mechanik gedacht. Das gibt es nicht mehr. Nein. Das gibt es nicht mehr. Und das finde ich. Ich finde es fatal, ich könnte es nicht verstehen, es kann mir niemand erzählen, dass das Kapital dafür nicht da wäre, dass man die Ressourcen davon nicht hätte, dieser Brain Drain, so nennt man das ja, wenn wirklich führende Designer oder Lead-Architekten und Produktverantwortliche das Unternehmen verlassen, ist dieser Brain Drain, also wie Hirnentzug, Know-how-Entzug, die arbeiten jetzt für andere MMOs, die arbeiten jetzt für andere Spieleschmieden unter anderem, dass sie so ein bisschen auch diesen Fokus verlagern. Dass so ein Titel wie Valheim, der wirklich grindlastig ist, kann man so sagen. Exi, du stimmst mir zu. Das Spiel ist ein Grind. Es ist ein Survival um den Grind gebaut. Der macht aber ungeheuer viel Spaß, weil du da den Weg hast. Du bist irgendwann am Ende. Und du kannst ja auch sagen: Brauche ich das? Brauche ich das nicht? Was brauche ich an Ressourcen? Du hast eine gute Aufteilung. Du kriegst nachher Sachen wesentlich schneller aufgefarmt durch besseres Equipment. Das ist so ein iterativer Prozess. Das ist so genial gemacht. Warum haben wir das nicht in der WoW? Es ist so banal, das sollen sie alles kopieren. Ja, sie sollen für Bergbau und Blumen pflücken und so weiter. Ja, und dass ich es noch in den Boden graben kann und sowas wie die Gärten, die wir hatten zu Pandaria. Ja, dass ich mir Gärten anlegen kann. Man kann, oder die Angelhütten, also sogar die Garnison. Ich war der größte Feind der Garnison-Exe, ganz ehrlich. Ich will mich sowas, ich werde mich über eine Garnison 2.0 ausgerechnet ich. Ja, Luvana und Prinzessin und Tasimi klatschen jetzt gerade auf die Schenkel vor Lachen. Andreas sagte im Goldcast 35, ich würde mir eine Garnison 2.0 erhoffen. Weil sie diese ganze Kritik, die wir damals hatten, im Nachhinein muss ich sagen, eigentlich war das eine sehr coole Geschichte im Nachhinein, die ich jetzt echt vermisse. Dass du so eine kleine eigene Stadt aufbaust, auch das kann man noch verbessern mit den verschiedenen Gebäuden und ich vermisse echt die Garnison und ich habe damals geflucht, ich habe gesagt, ich will doch hier kein Browserspiel, eine Katastrophe. Und Valhalla of Draenor ist für mich so dieses schwarze Schaf, was alle verstoßen haben und alle sagen jetzt auch, eigentlich war das ein ziemlich hübscher Bursche, den kann man mal wieder einladen zur Party. Ja. Ich vermisse echt eine WoD-Mechanik und ich hätte nie gedacht, dass ich das sage, aber du nickst.
Das heißt, du rufst jetzt nicht Veto. Nö, überhaupt nicht, weil ich sitze mich ja seit Jahren bereits hin von der Fraktion. WoD war super, sage ich dir ganz einfach. WoD war ein sehr gutes Add-on. Das einzige Problem, was WoD hatte, ist, dass es eben, damals hätte man das noch nicht sagen können, aber heutzutage kann ich das sagen. WoDs größtes Problem war, dass es zu Ende hin die Shadowlands gemacht hat. Wie gesagt, ich habe 1,5 Jahre Firefine Citadel geradet, sprich, der letzte Patch lief 1,5 Jahre. Das ist zu viel. Viel zu viel. Ja. Damals gab es aber, soweit ich weiß, da müsste ich mal nachgucken, ich glaube hier von Taliesin und Evytel oder wie auch immer man die beiden ausspricht, keine Ahnung, die haben das auch mal bildlich dargestellt, wie lange jeder Patch lief, wie viele Tage. Ja, und da war halt WoD, Schlusspatch war so ziemlich der Spitzenreiter. Aber, nö, wie gesagt, ich zähle 9-1 nur. hat sich in die Spitzengruppe Auf vorgearbeitet. jeden Fall, ja, auf die definitiv. Wie gesagt, 905 zählt nicht, weil was hat 905 gebracht? Valor Points, die keiner braucht. Ich weiß es halt gerade, das ist kein sarkastisches. Ich weiß gerade wirklich nicht mehr, was 905 gebracht hat. Also war es höchstwahrscheinlich auch nicht signifikant wichtig. Ich hab keine Ahnung. Das Ding ist halt, ich fühle mich ehrlich gesagt ein bisschen schlechter, quasi so rumzumeckern, weil WoW war eigentlich ein Spiel, was mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und es macht mir eigentlich auch immer noch sehr, sehr viel Spaß. Das liegt aber jetzt mittlerweile weniger an dem Spiel selber, sondern eher an den Leuten, mit denen ich es zusammenspiele. Ne? Exakt, Es sind die Guildies, es sind die Leute aus der Community, die ich in den letzten 5, 6 Jahren kennengelernt habe, mit denen ich immer noch irgendwas zusammen machen kann, mit denen ich halt selbst andere Spiele zocken kann oder so in der Richtung. Ich habe das gestern im Stream, habe ich das auch beantwortet, in Bezug auf wie mir Shadowlands gefällt. Da habe ich noch gesagt, es gefällt mir gut. Es gefällt mir auch an sich gut, es ist halt nur schrecklich. In meinem Kopf ergibt das Sinn. Aber ich habe auch gesagt, wenn quasi YouTube und Stream und so weiter nicht wäre oder ich die Gilde nicht hätte, beziehungsweise die Leute dort, würde ich schon längst WoW-Pause machen. Deswegen, und das machen wahrscheinlich einige, sehr, sehr viele. Ich meine, es wird schon seinen Grund haben, dass Final Fantasy XIV momentan WoW als meistgespieltes MMO abgelöst hat. Und das ist halt wirklich. Ich sag's dir ganz ehrlich, das ist ein Schlag ins Gesicht. Ne, WoW war wie lange das meistgespielte Es wäre vor WoW? 10 Jahren undenkbar gewesen, ja. Es wäre wirklich undenkbar. So. Und ja, da sind wir wieder bei der Geschichte, wenn du zu lange einfach Nummer 1 bist und aus verschiedenen Aspekten, wie gesagt, die Leute kommen auch wieder, die resubben ja auch regelmäßig wieder. Und das ist nach wie vor sicherlich immer noch ein der absolutes Premium-MMO, das nach wie vor auch mit, ist ja nur ein Pop-Culture-Phänomen auch gewesen. Und wir können schon darüber lustig machen, über das Meme, ja, die ganzen WoW-Killer und den Tod, den man WoW voraussagt, das ist totaler Blödsinn. Und die Kritik kommt ja auch daher, dass wir uns auch mit diesem Spiel identifizieren und die Zeit, die man damit verbracht hat. Ich sag mal, jetzt 1,5 Jahrzehnte, ja, wie viele Beziehungen waren das, wie viele Jobs waren das, wie viele Freundschaften waren das, wie viele Autos waren das? Jetzt nur mal so ein bisschen mit Augenzwinkern. Aber was hat sich in den letzten 15 Jahren parallel so getan, privat, bei euch allen, bei uns allen? Und so eine Konstante ist dann tatsächlich aber die WoW immer gewesen. Man hat natürlich dazu einen Bezug, weil man auch sehr viel Zeit investiert hat. Und es gibt ja diese Sunk-Cost-Fallacy, die ist vielleicht jetzt gar nicht mal auf die Kosten verbunden, sondern auf die Time. Ja, dann ist es Sunk-Time-Fallacy, einfach dieses Phänomen, dass man so ein gewisses Stockholm-Syndrom schon hat zu dem Peiniger, weil man irgendwie davon nicht loskommt. Aber wir kritisieren es ja auch in der Hoffnung, weil wir gerne möchten. Also, wir wollen ja kein anderes MMO spielen. Wenn es danach ging, hat man den Goldcast irgendwann eingestellt, gesagt: Leute, das ist jetzt vorbei. Exil seine Community, du suchst dir ein anderes Spiel. Ein Großteil deiner Leute wird mitziehen, die sagen: Nee, ich gucke den nur wegen WoW. Ist dann so, die suchen sich was anderes. Aber ich glaube, würdest du jetzt irgendwie Valheim-Streamer werden, das wäre eine schwierige Transition. Da würden aber es würde langfristig, ja, wenn du es jetzt so verkaufst, aus welchem Grund auch immer du jetzt raus bist, bis der Shadowlands-Nachfolger kommt, ja, die nächsten 1,5 Jahre kein WoW, wäre schwierig, aber würde man trotzdem irgendwie hinkriegen, so. Und einige machen das ja auch, die sagen so, ich bin durch mit WoW, auch einige vielleicht, von denen man das nicht unbedingt gedacht hätte. Und der Grund ist aber dann eher diese Enttäuschung, nicht weil WoW doof ist, sondern weil man einfach ein anderes Niveau kennt. Man hat einfach ein anderes Niveau und Classic zu Burning Crusade, Wrath of the Lich King, das war schon absolut irre. Qatar gab es so die ersten Beziehungskrisen. Pandaria fand ich auch besser als den Ruf. Ich fand auch eine großartige Expansion. Ja. Draenor war so eine Hassliebe im Nachhinein jetzt ein bisschen verklärt. Ich habe es negativ beurteilt damals. Heute rückblickend, aufgrund dessen, was kam, muss ich sagen, naja.
waren gute Designideen. Schade, dass sie die einkassiert haben. Also Blizzard hat immer ganz viel reingebracht und dann wieder rausgenommen. Ne? Kata war ja dieser halbseidene Versuch zu sagen, eigentlich müsste man alles sprengen und alles neu machen. Haben sie ja nicht. Ne? Sie haben ja einige Gebiete, gerade in der Vanilla-Welt, ne, wurden ja total verändert, auch optisch und sowas. Mhm. Es stand ja immer mal so, auch aus Lore-Gründen, hätte man das irgendwie hinbiegen können, sozusagen, so, ne, wir weg von Azeroth, wir machen mal was ganz anderes, ja, wir planen was anderes, du kannst die Lore ja umbiegen, ich sag mal, das können sich ja die Urheber überlegen. Aber sie haben sich nicht so richtig getraut. Kata war so ein Mittelding, hat die Hälfte gefrustet, die Hälfte gesagt, Mensch, das ist ja toll, dass eine riesige Schneise hier durchs Brachland gezogen ist und ein paar lustige Quests. Wie nachhaltig ist es gewesen? Wie weit ist jetzt der Kataklysm jetzt, wenn ich jetzt Bastion spiele, irgendwie relevant? Null. Es ist total egal. Das sind jeweils abgeschlossene Expansions. Ja. Aber wir kritisieren die WoW einfach, weil wir hoffen, dass sie doch nochmal den Drive dazu bekommt, zu dem, was uns so super viel Spaß macht, was uns einfach bindet. Was eine gute Mischung ist aus Ultra-Grind für die No-Lifer. Meine ich dann nicht mehr negativ, sondern die Leute, die sagen, ich kann 100 Stunden die Woche im WoW ballern, weil ich es will. Die werden bedient, aber auch die Casuals, die sagen, ey, ich freue mich richtig zum Feierabend heute wieder 2 Stunden, weil das einfach eine Sache ist, die Laune macht. So, aber wenn es Arbeit wird, weil ich was machen muss, weil ich die Zeit rumkriegen will und wir farmen alten Content, ja, das zeigt ja, ja, ein paar haben auch geschrieben in den Foren, jetzt Torghast 2.0, will ich da nochmal irgendwie durch, will ich mir das nochmal wieder irgendwie antun, alles. Ja, ja, ja. Ich schon, also ich mach das. Weil ich bin auf die Änderungen gespannt, die sie da machen. Das ganze Torghast-System wurde ja quasi komplett überarbeitet, auf eine gewisse Art und Weise. Ich mochte Torghast vom Prinzip her. Ich fand es nur schade, dass es so zeitfressend war. Und es hat sich irgendwann wirklich in die Richtung entwickelt, dass du halt wirklich rein musstest, um deine Asche für die Dingses zu bekommen. Das fand ich tatsächlich weniger geil. Aber an sich mag ich das Gebiet. Das ist gewissermaßen ein WoW-Roguelike-System, was komplett neu ist. Und das ist im Prinzip auch das, was ich mir so von WoW gewünscht habe, dass halt wirklich mal was komplett Neues kommt. Das war, dass sie zum Beispiel in Pandaria diesen Hof mit eingebaut haben. Das war eine super Geschichte. Dass sie die Follower bei WoD mit eingebaut haben. Das war eine super Geschichte. Gut, die Follower haben sie beibehalten, aber sie haben sie nicht wirklich relevant oder nützlich gemacht. In Shadowlands wieder ein bisschen mehr, aber in Legion und BFA waren sie eigentlich ziemlich useless. Warum macht man das mit dem Kräutergarten nicht weiter, beziehungsweise mit dem Bauernhof zum Beispiel? Das war ein super System, warum macht man das nicht weiter? Man nimmt quasi gefühlt die Systeme, die die Leute am wenigsten leiden konnten, und nimmt die mit in die nächsten Erweiterungen. Sprich Azurit, Anima und was weiß ich nicht alles. Macht sie aber immer ein bisschen signifikant schlechter als vorher. Schau, WoD, die ganzen Follower. Wie viel Kohle haben wir durch die Follower eingenommen? Sau viel, sag ich dir ganz ehrlich. Das, Genervt, genau. Naja, genau. Das ist genervt haben auf jeden Fall. Dann haben sie die Follower mit in Legion mit reingenommen. Was haben sie dir in Legion gebracht? Nicht wirklich viel. Vielleicht mal ein bisschen Gear aus einem Raid oder so. Und das war es dann tatsächlich schon. Ja. So, dann haben sie die im BFA mit reingenommen. Im BFA waren sie useless. Für, ich glaube, für eine, Azurit-Farm für die Events ein bisschen. Für eine Azurit-Essenz hast du sie gebraucht, dazu musstest du aber vorher die Insel-Expedition grinden. Insel-Expedition fand ich auch gut. Auch so ein Ruf, genau, für ein bisschen für die Twinks war es ganz nett, um ein bisschen Ruf zu farmen und sowas. Aber jetzt kriegst du momentan sehr, sehr viele Handwerksmaterialien daraus, was ich gut finde. Ne? Also jetzt ist das erste Mal, ich habe in BFA habe ich es nicht in Erwägung gezogen und in Legion auch nicht, aber jetzt in Shadowlands ziehe ich mir tatsächlich ein bisschen meine Twinks nach, damit sie den Missionstisch in der Paktkampagnenhalle, Pakthalle, keine Ahnung, nutzen können. Weil wenn sie vom Level her hoch genug sind, holen die gut Materialien daraus. Die muss ich dann nicht farmen gehen. Das ist völlig in Ordnung. Aber ansonsten, ich habe immer, auch wo du es gerade sagtest, ist mir das so schlagartig klar geworden. Sie bauen immer sehr, sehr viele neuartige Systeme ein und im nächsten Addon nehmen sie die und schmeißen sie ganz, ganz weit weg nach hinten. Und das finde ich schade. Sie haben im Prinzip dieses Grundprinzip: Leveln, Ruf, Instanzen, Raid. Endgebiet mit tonnenweise Dailies plus endlos farmbare Ressource. Nächstes Addon. Questen, Ruf, Dungeons, Raid, Endgebiet mit endlos an. Das ist, ne, ich weiß, ich will nicht sagen, das ist langweilig, aber man braucht da im Prinzip auch nichts Neues mehr erwarten. Nur nach über 10 Jahren oder nach über 15 Jahren WoW, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht,
Wir können ja nicht das Rad neu erfinden. So nach dem Motto. Ich denke mal, sie haben dann eher Schiss davor, dass der Großteil der Spielerschaft sagt, doch, Moment, das ist dann aber nicht mehr WoW, das will ich nicht. Ja, gut, ja, ich meine, aber wenn sie jetzt tatsächlich in einer Situation sind, dass wir schon feststellen, dass sowas wie Final Fantasy tatsächlich einige der größten WoW-Content-Creatern, selbst wenn sie nicht abziehen, aber dass die einfach mal ein, zwei Monate ein gegnerisches MMO streamen, da werden bei mir in der Zentrale, also wäre ich irgendwie Produktlead oder die Designentscheider, Design Director bei WoW, ich hatte nicht nur ein Krisenmeeting, sondern sag mal, Leute, das kann ja nicht sein, dass wir die drei, vier größten englischsprachigen internationalen WoW-Streamer sagen hier in ihren Kameras zu ihren Leuten, also WoW ist langweilig, lass uns mal alle Final Fantasy 14 spielen, Leute. Geht's noch? Was tun wir jetzt dagegen? Es ist mir völlig unklar, dass da nicht. Ich würde jetzt schon, wir haben ja, glaube ich, die nächste BlizzCon ist im Februar? Don't know. Februar 2022. Da vermute ich, dass dann wird der Nachfolger, was das vermute ich, also ich habe, glaube ich, gelesen, dass dann der Nachfolger von Schattenlande zumindest da schon mal geteasert wird. So, das ist jetzt nochmal ein Dreivierteljahr hin, nicht ganz ein Dreivierteljahr hin. Noch so ein bisschen, vielleicht ist bis dahin der Patch 9.2, ne? Das wird dann ja so kommen. Ja, wenn wir dann in einem Rhythmus sind, Ende 2022 würde wieder passen, eine neue WoW-Expansion. Gucken wir mal wegen Corona und sowas. Müssen wir tatsächlich abwarten. Aber ich hatte längst einfach dieses Ashes of Creation und dann New World und sowas. Da sind da andere MMOs, da kann man sich drüber lustig machen, weil viele MMOs gefailt sind. So, da sind jetzt aber vielleicht zwei Studios hinter. Gerade wenn Amazon einsteigt, die haben jetzt kein Geldproblem. Ja, also da wird man nicht sagen, naja, ja, wenn die out of front sind, hat sich das erledigt. Ich kann mir vorstellen, wenn die nochmal 10 bis 15 weitere Millionen brauchen oder 20 Millionen für das Design New World und es dauert nochmal ein halbes Jahr länger. Ich würde da jetzt nicht einfach so sagen, ja, auch das wird scheitern. So, nee, wäre ich vorsichtig. Ja, wenn Final Fantasy das als etabliertes schafft, schauen wir da mal zwei, dieses ganze Siege-System und sowas von, war das Ashes of Creation. Ich verwechsel die auch immer. Ich verfolge das ja auch nur nebenbei. Ich bin durch die WoW Content Creator und darauf gestoßen, die jetzt irgendwie sagen, ey, guckt euch das mal an. Sich so ein Belagerungssystem. Ja, wo irgendwie die Leute auf den Servern sich zusammenschließen. Ja, die einen werden belagert, die anderen belagern. Total geiles Konzept. Also es gibt also einige Sachen, die müssen sich durchsetzen. Ich bin auch ein bisschen defensiver geworden, weil so viele MMOs wollten neue Systeme einführen. Aber im Moment würde ich aus Blizzards Sicht sagen, musste mir Angst und Bange werden. Denn 9.1 wird nichts verbessern. Das ist the same as usual. Ja, das ist gegen die zweite Runde BFA. Ja, als wir die neuen Zonen gab und da hatten wir noch das 5-Millionen-Mount. Wir hatten Mounts, die wir farmen konnten und sowas. Da war auch nicht alles Gold, was geglänzt hat, aber wir haben zumindest sehr viel Gold gemacht. Unsere Community hat zumindest goldmäßig geglänzt, weil es einen ganz großen Run gab. So, das fehlt oder? Wieso haben sie zum Beispiel sowas wie Mounts oder gewisse Rezepte oder Transmog, whatever? Wieso ist das, gibt es keine BOE-Sachen dort, wie wir sie vorher hatten? Ich verstehe es nicht. Also die Logik dahinter, nicht zu sagen, wir haben einen Goldsink, hier gibt es wieder für 3, 4, 5 Millionen ein gewisses Mount oder was auch, oder wenn es von mir ist, eine komische Schwertvorlage ist oder ein komplettes Transmog-Set, was 5 Millionen kostet, was clicky, bunti, glitzert, was auch immer, irgend so ein Blödsinn, ja, und Konfetti regnet, ist doch egal. Wenn die Leute sagen, ja, interessiert mich nicht, ein paar werden dann sagen, ey, das ist ja witzig, das farm ich mir, es gibt einfach ein Ziel. Wieso gibt's das nicht? Und wo finde ich die Aussage von Blizzard, dass sie begründen, warum es das gibt oder nicht gibt? Und das ist für mich dieser riesige Disconnect, den wir einfach haben. Ich finde keine plausible, strukturierte Erklärung mehr. Wir haben zwar die Streams, wir haben die Developer-Streams, wir haben die BlizzCon-Streams, das sind aber Sales-Pitches. Ja, das sind Verkaufsveranstaltungen. Dass ich einen Entwickler zu. Nehmen wir von mir aus Asmongold, ja, kann man sagen, was man will. Der tut sich mit zwei Leuten zusammen. Der tut sich hier mit diesem Preach, heißt der Preach, ja, glaube ich, Preach, der ja. eine. Und nehmen wir hier Cox und Crandos, mir doch egal, die hocken sich zusammen und holen die Blizzard-Developer und die stehen jetzt mal Rede und Antwort zwei Stunden zur Designentscheidung und zur Zukunft. Wieso gibt's das nicht? Bei Final Fantasy gibt's das. Bei anderen MMOs gibt's das, das gibt's nicht bei Blizzard. Dieses fucking hohen Ross auf dem Blizzard-Sitz, dieser totale Disconnect, der frustet einfach sehr, muss man sagen. Und wie du schon angedeutet hast, bei Burning Crusade können sie nichts falsch machen.
Ja, sie nehmen einfach das, was es gab, ja, bringen das, releasen den ganzen Kram jetzt nochmal, machen ein bisschen Feintuning, weil sie wissen, das Ding hat damals Multimillionen an Leuten gezogen. Wenn nur von damals 20% mitmachen, dann haben sie trotzdem noch ihre 1 bis 2 Millionen Abos safe. Nur die Burning Crusade spielen. 2 Millionen safe. Ganz, ja, also davon träumen andere MMOs, die einfach mal gesichertes Einkommen sind. Das So, ist und das jetzt zum richtig. 30.06.? 9.1 ist zum 30.06. Was ist der 30.06. für ein Datum, mein lieber Exi? Der Geburtstag meiner Mutter. Erstens und zweitens, an dem Tag hat der HSV vor. Nein, zweitens, ja, das ist doch der letzte Tag des Sextals oder des zweiten Quartals. Das heißt, wenn Leute da abonnieren, fließen die wie noch ein wunderbar noch in die erste Jahreshälftenbilanz. Reiner Zufall. Das ist ein total reiner Zufall, dass es am 30.06. so und diese Berechenbarkeit, das ist schon irgendwie lustig, ist völlig okay als Business-Entscheidung. Aber Blizzard hat, wie gesagt, den Burning Crusade Release, ja, mit dieser kurzen Vorbereitung und so weiter und so fort, war ja auch schon eine Antwort auf die angekündigte Beta eigentlich. Ich weiß nicht, ob das New World war, was verschoben worden ist. Also sieht man, dass Blizzard nämlich doch Respekt hat. Die gucken ganz genau, was die anderen machen. Aber warum gucken sie sich die guten Sachen nicht ab? Ich würde ganz dreist kopieren. Ich würde das in einen World of Warcraft-Mantel packen. Einfach, dass man sagt, ja Leute, das habt ihr jetzt schön kopiert von den anderen MMOs, ja und? Wir würden uns eine Woche drüber lustig machen, dann sagen, ey, das war, Exi, wie genial war das? Das füllt die nächsten 5 Podcasts. Diese neuen Designänderungen, die sie hier haben, da haben sie Sachen ganz dreist kopiert aus Black Desert und das Final Fantasy und das, was New World hier angekündigt hat und haben das jetzt schon gebracht mit dem nächsten Content-Patch. Aber ist egal, ist clever, finde ich total genial und da kommen so viele neue Sachen rein und wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen, so viele neue Systeme. Warum machen sie es nicht? Verstehe ich auch Ist nicht, es ehrlich ein gesagt. Problem des Willens? Ist es nicht können? Ist es eine Lebenserhaltung? Ist es diese Safe Bet, die du angesprochen hast, dass sie vielleicht nur noch Sachen machen, die risikolos sind, so weit wie möglich risikolos? Du hast da einen total interessanten Punkt angesprochen. Haben sie vielleicht Angst, noch weiter abzufallen und gehen nur noch sichere Wetten ein im Design? Du hast einen guten Punkt angesprochen. Wäre eine Möglichkeit. Ich meine, klar, wie du selbst sagtest, selbst wenn sie anfangen würden, Systeme aus anderen Spielen zu kopieren, klar würden sich die Spieler da teilweise drüber lustig machen. Aber Punkt A würde das nur ein wahrscheinlich ziemlich kleiner Teil der Spielerschaft machen. Na, und zwar die, die sowieso allen möglichen Kram nachplappern, der auf Twitter oder am Handelschannel landet. Also der Abschaum quasi, wie ich es immer ganz gerne sage. Weil die Leute amüsieren sich über gewisse Dinge von Blizzard oder über Blizzard schon seit Jahren und das stört die nicht. Na, also, da kommt zumindest nichts. Ich habe letztens auf Twitter einen interessanten Post von jemandem gesehen, der wohl bei Blizzard arbeitet oder der bei Blizzard arbeitet. Ich weiß nicht mehr in welcher Position, aber der hat da auch geschrieben, es ist furchtbar nervig, quasi auf Social Media oder auch in-game so viele Falschaussagen über Blizzard an sich zu hören, aber nichts dazu sagen zu Glaube ich, ja. dürfen. Genau. Ne? Die dürfen ja quasi auch nicht drauf antworten, so nach dem Motto. So wie ich zu meinen Guild, weil mein Guild es verboten habe, beim Anal-Spiel mitzumachen, wenn es wieder im Zweier-Chat abgeht. Davon mal abgesehen. Wie auch gesagt, das machen meine Guildies nicht. Davon mal abgesehen. Ne? Also, du wirst nie quasi Antworten erhalten oder so in Richtung. Das ist halt aber auch das, was ich schon seit Jahren quasi bei Blizzard irgendwie immer so ein bisschen Katastrophe. anprange. Du kriegst nie eine Antwort oder eine Entscheidung oder so in der Richtung. Warum haben sie sich hingesetzt und haben jeglichen Content bis inklusive BFA um 70% den Wert abgeschnitten? Ja. Warum fangen sie jetzt auf einmal an, das Genau. Multiboxing zu verbieten oder so in der Richtung? Ja. Und warum Anima? Warum kriegt Ja, man keinen genau, so Bauernhof? genau. Warum kriegt man keine Insel? Warum ist meine Garnison immer noch so schlecht? Warum fixt man keine Bugs, die von Content, also es gibt in WoD oder in Legion, es gibt sau viele Bugs und kleinere Fehler. Warum werden die nicht gefixt oder so in der Richtung? Da entstehen mit jedem Patch entstehen neue Bugs. Es gibt zum Beispiel immer so, das ist klitzeklein und auch total belanglos, das wird niemand interessieren, aber es gibt in der Hordengarnison einen NPC, der macht den ganzen Tag nichts anderes. Der steht auf, dann leuchtet er, dann kniet er sich hin. Er steht wieder auf, leuchtet, kniet sich hin. Steht auf, leuchtet, kniet sich hin. Das macht er seit 3 Jahren, Andreas. Das nützt niemanden. Und ich frage mich halt, Was warum? bringt das? Ja, das bringt ja überhaupt nichts. Das wird einfach nur irgendein Fehler sein. Aber warum kümmert sich denn niemand drum? Weil es kein Geld mehr einbringt. Ja, das sind uns fehlt tatsächlich so ein Ghostcrawler für die Schattenlande, so ein Typ oder jemand, der einen kurzen Draht hat zum Development-Team
wirklich ein Community Manager ist, übergreifend, so auf wirklich so einer großen Meta-Ebene jenseits der Blue Posts. Und wenn es von mir ist, auch wenn es Monologe sind, ne? Also wenn sie oder er jetzt nicht Rede und Antwort steht, aber einfach mal im Monat so ein Dev-Block, Entwickler-Block, was man beispielsweise, zum Beispiel Nvidia zum Beispiel, weil mich die Grafikkartentechnologie sehr interessiert, das ganze Thema Raytracing und das ganze Thema Rekonstruktionsfilter und künstliche Intelligenz und sowas, auch der, irgendwann in den Spielen und da tut sich ja eine ganze Menge, diese ganzen Face-Generatoren, das so was, wenn du ein Bundesliga-Team hast und hast einen Bundesliga-Manager, den du 40 Jahre jetzt noch spielst von heute an und im Jahre 2061 weißt du ja nicht, wie die Leute aussehen. Dann gibt es eine künstliche Intelligenz, ja, das hat Nvidia mitentwickelt und die generiert ja je nach auch Ethnic sozusagen, wenn du sagst, die sind ein bisschen dunkler, ja, ein bisschen mehr asiatisch, ja, das ist hier kaukasisch und sowas. Und bis noch ein Alter ein und dann Geschlecht ein, auch von mir aus ja bis zu divers, das kriegt die künstliche Intelligenz hin. Ich finde das so phänomenal. Und da gibt es richtig Dev-Blocks, ja, die sagen, woran sitzen wir gerade, das machen wir gerade, was tut sich gerade in der Industrie. So, und das hat Blizzard aber nicht so. Und natürlich, die haben auch eine Form von ihren Updates immer auf den Seiten und auch auf dem Launcher, aber das sind alles, das sind für mich PR-Geschichten. So, da ist richtig die Tiefe, die, den Vorhang zur Seite ziehen und zu sagen, so Leute, passt auf. Die, diese Anima-Geschichte, warum bleiben wir dabei oder nicht? Gibt es wieder ein neues System? Hat sich das bewährt oder nicht? Warum haben wir keine Mounts, die ihr beispielsweise farmen könnt oder gewisse Vorlagen für die Berufe? Warum haben wir dieses gesamte Relikt-System so zertrümmert in der Form und haben es jetzt immer nur für den aktuellen Content, für das absolute Legendary Crafting? Warum haben wir uns nicht entschieden, die alten Berufe mal so ein bisschen zu überarbeiten? Warum haben wir uns nicht entschieden, die alten Berufe aufzuwerten? So? Und wenn es dann so eine Geschichte ist wie, wir haben nicht die Ressourcen, wir kriegen es nicht hin, wir haben Ideen, ist nicht machbar, das kostet jetzt nochmal umgerechnet 140 Personenjahre, weil wir nochmal 30 Leute bräuchten, die wir irgendwie zusammenschließen über die Monate, was auch immer, ja, sollen sie uns von mir aus im Zweifel so eine Notlüge auftischen, aber sie adressieren das Thema. Und ich finde es eher besser, wenn man sich abarbeiten kann an einem Thema, bei dem uns die Antwort nicht zufriedenstellt, Exi, dass wir sagen, sag mal, nächsten Goldcast, diese komische Bluepost-Antwort, die sezieren wir jetzt mal, dekonstruieren das und kloppen drauf rum gemeinsam, gerne. Danach fühlen wir uns besser. Aber wie du schon sagst, eine Blackbox, es gibt nichts. Das finde ich so frustrierend, dass es nichts gibt, was nicht klar ist. Wir werden ja auch gerne mal gefragt, als die, die die Videos machen, wieso ist das eigentlich so und so? Und man zuckt mit die Schultern und sagt, ja, pff. Keine Ahnung, ne? Wie du schon sagst, bei dem Thema Multiboxen, so, wieso haben sie das jetzt eigentlich gemacht? Es ist doch nach wie vor erlaubt, ja, ist es ja so. Was hat denn das jetzt gebracht? Ja, die Casual-Multiboxer sind in dem Grunde nach weg. Vielleicht wurde durch ein paar Mechaniken das Goldfarmen schwieriger gemacht. Ja, und die meisten ziehen sich jetzt in Instanzen zurück oder auf die letzten Dully-Server. Aber was sollte diese ganze Aktion jetzt so? Input-Broadcasting, ja, aber du kannst trotzdem, also es ist ja nicht so, dass man nicht weiter Multiboxen kann, auch mit 10 Accounts, ja, also das ist alles möglich technisch, es ist ein bisschen aufwendiger, aber es kann man trotzdem machen, kannst trotzdem mit einer 8er-Gruppe in Retail immer noch Erze und Pflanzen farmen. Ja, es sind dann jetzt halt bis zu 8 Klicks am Ende, ja und? Egal, war ja schon. Wo ist, also, ne, also entweder verbietet ihr das richtig oder nicht und macht da so ein Mittelding, so, und dann, es gab so eine Bot-Bane-Wave, ja, ist so, aber wenn ich jetzt auf einmal Bots irgendwie reporte, tut sich was, tut sich nichts, ich weiß es irgendwie nicht. So, das ist so ein bisschen schwierig. Und warum hat der Patch zu lange gedauert und warum jetzt zum 30.06.? Keine Ahnung. Also, dass du natürlich auch als Blizzard-Partner oder wir als deutsche Community jetzt nicht die Größe haben, dass da jemand vom Blizzard-Thron herabsteigt und sagt, ich schnack jetzt mal hier mit Exi und Goldgoblin und Sean Cool und mit Seltas und Shiyami und Venian und pass mal auf, ihr kriegt jetzt hier die Infos von euch, wir stehen euch Rede und Antwort 2 Stunden. Klar. Aber das sogar die größten englischsprachigen, einer wie Asmongold, wenn so einer sagt, Leute, ich hab, das ist jetzt so ein Scheiß, ich mache jetzt ein halbes Jahr WoW-Pause, ich streame anderes MMO. Ich glaube, das kann man in Abos ausrechnen, was das Blizzard kostet. Ich mache mir da keine Illusion. Die haben so eine Macht, die Influencer. Wenn die sich zusammentun und sagen, wir sind so gefrustet, wir boykottieren jetzt einfach bis zur nächsten Expansion Blizzard, das wird Schmerzen verursachen. Kann man sich drüber lustig machen, aber guckt euch an, die sind auch Streams, in denen nicht WoW gespielt wird. Gestern lief da was, da haben sie so ein Dungeons & Dragons Spiel gespielt oder so. 44.000 Zuschauer, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass wenn der kein WoW streamt, dass da die Zuschauer weg sind. Mhm. Das ist so eine Macht, diese Influencer-Gruppe und dass sogar das Blizzard nicht bewegt, zu sagen, oh, wir stellen uns jetzt mal den unbequemen Fragen. Gerade für das Berufesystem, wir hatten so viele Ideen, schon wir, ja, dann tun wir uns noch mal mit einem zusammen wie Want to Buy Gold. Records auch wieder ein bisschen abgetaucht, von dem hört man wenig.
Wir werden mit unseren Communities so eine Top 25 an coolen Vorschlägen bringen. Die man, so Quick Wins bis zu Sachen, die ein bisschen komplexer sind. Und ja, du könntest noch Sachen einbringen zu dem Thema Farmen, das Thema Ruf, das Thema Vorlagen, auch sowas wie Mounts Farm. Wie gesagt, ich verstehe es nicht, dass sie die BOE-Mounts nicht in die Schattenlande gebracht haben. Ja, so. Ja, verstehe ich auch bis heute nicht. Das war ein BFA. Weil das hat trotzdem Spaß gemacht. Du hast die alten, du hast die BFA-Gebiete trotzdem gefarmt, trotzdem getwinkt. Einfach diese Promille-Chance, dass da vielleicht eine Goldmine droppt, ja? Oder der Dünen-Arschfresser irgendwie droppt, ja? Nur einfach zu wissen, da kann so ein, ja, genau, so ein Random-Drop, das war trotzdem so. Diese ganz kleine Geschichte, ja, irgendein Twink durch Zufall gibt es immer mal wieder, das fehlt mir total. So eine Chance, dass es bestimmte Gebiete gibt, ja, dass man wirklich Farmgebiete, auch ältere, die sonst keiner nutzt, ein Gebiet, was keiner mehr besucht, da sagst du ja, da ist jetzt eine Chance von 0,5%, da droppt jetzt folgendes Mount. Was machst du, was da los ist auf einmal die nächsten Monate? Da findest du auf einmal High-Level-Chars, die zwischendurch abends mal eine Stunde die Maps kloppen und so kriegst du alte Gebiete belebt und das wechselt dann auch, ja, das ist nur für einen Monat vielleicht verfügbar und dann nimmst du auf einmal eine andere Phase und vielleicht ein anderes Mount, dass die Leute sagen, oh, saisonal, pass mal auf, was haben wir denn jetzt? Mensch, es kommt der Juli, da können wir auf einmal, keine Ahnung, in Nordend kann man bestimmtes Mount farmen und sowas. Es wäre so einfach und das widerspricht sich leider, haben sie sich festgelegt, gesagt, niemand darf gezwungen werden, etwas anderes spielen zu müssen als die Schattenlande. So. Ja. Das ist doch kein Widerspruch. Die Leute haben doch die Wahl, Exi. Eben, wissen sie ja nicht. Muss man doch nicht machen. Aber wenn du mit deiner Streamgruppe sagst, Leute, pass auf, ihr wisst Bescheid. Nächsten Juli in Nordend folgende Farmphasen, ja? Zwei Mounts mit einer Dropchance von 0,3-0,5%. Gucken wir mal. Ab in den Stream. Ja, Loot-Challenge und los geht das. Ab die Loot-Ziehen. Mal gucken. Ja, irgendeiner wird in den 4 Wochen in den Streams, die du hast, die 8 Streams, irgendjemand wird da vielleicht das Mount kriegen. Was wäre das für eine Gaudi, wenn einer auf einmal dieses Ding aufpoppt? Mhm. Und dieses super seltene Mount, was nur saisonal verfügbar ist. Es wäre so einfach. Was würde das für Zuschauer bringen? Wie viele Leute würde es dazu bringen, zu sagen, oh, da fahre ich jetzt aber mit. Ja, da ist doch... Scheiß gerade auf den aktuellen Content, alleine das Mount zu bekommen. Ja, aber da hast du dann wieder. Und da würden uns 50 Ideen zu einfallen. 50 Ideen. Ja, aber bei dem Beispiel hast du dann tatsächlich wieder das Problem, dann bilden sich wieder 2x4 Gruppen, dann fangen wieder die ersten Boxer an, damit zu arbeiten, dann kommen wieder die Bots und das ist wieder mit Arbeit verbunden und das wollen sie dann wieder nicht. Dann müssen sie jeden Instant Respawn Farm aus den alten Gebieten wieder überarbeiten. Das wollen sie dann wieder auch nicht. Ja. This is why we can't have good things, oder wie war das, ne? Ja, genau. That's why we can't have good things, ist ja so ein englischer Spruch. Deswegen kriegen wir halt diese ganzen schönen Geschichten nicht, weil es halt immer so ein paar gibt, die das kaputt machen. Richtig. Ja. Vielleicht kann man die Sachen auch BOP machen, ja. Und dann lass es als BOE raus. Mach es uns halt BOP. Das wäre ja auch schon eine Geschichte, ja, wenn es eine seltene Geschichte ist. So, das wird vielleicht das Interesse ein bisschen absenken, weil man es nicht zu Gold machen kann. Aber dann verbindet man das mit den Rezepten, die man da droppen kann. Oder das Rohsilber und Rohgold und zieht ein paar Twinks durch, die da halt einfach mitleveln. Das kann man ja verbinden. Dann macht es halt BOP, um zu verhindern, dass es so total botting-relevant wird. Ja, also auch das ist kein K.O. Auch das kriegen wir, glaube ich, irgendwie gelöst. Oder du machst einen Timer. Auch das geht alles. Also wenn man das aufhebt, kann man das, ich spinne jetzt rum, einen Monat nicht verkaufen oder so. Oder keine Ahnung. Ja? Also entweder du bindest es direkt an dich oder es bleibt BOE, aber du kannst es erst nach 4 Wochen oder 8 Wochen ins Auktionshaus stellen. Also einfach um so eine kleine Sperre, die das Ganze mühseliger macht, keine Ahnung. Ich glaube, auch da würden wir noch Ideen finden, um halt diese Automatismen. Man müsste uns nur fragen. Ich glaube, unsere Community hat spontan auch 10 andere Ideen. Aber das fehlt mir so ein bisschen, um diesen Content einfach zu erweitern, nicht strecken, sondern wirklich erweitern in der Tiefe. Und 9.1 wird jetzt die Schattenlandematerialien, einige davon, explodieren lassen im Wert. Auf den großen Servern wird es brutales Auktionshaus-PvP geben. Klar, sobald Fliegen, alle fliegen können, werden die Materialpreise sicherlich dann erstmal wieder, gerade Erze und Blumen, ja, das wird ein bisschen absacken. Stoffe und Leder sind davon jetzt nicht so betroffen, glaube ich, im ersten Schritt. Aber klar, sobald alle fliegen können, sind die Erze und die Blumen natürlich Zielobjekte. Aber auch das kennen wir ja auch schon. Ist ja auch in Ordnung. Nichts Neues halt. Das ist das Problem meiner ganzen Geschichte. So. Genau, so. Doch, es gab eine Begründung, warum Blizzard was gemacht hat. Und zwar hatte Blizzard begründet, warum der Brontosaurier aus dem Spiel entfernt wurde. Ach so, warum Dinosaurier sterben müssen. Ja, ja, also, genau. Weil Dinosaurier das halt war auch schon, das war ein Witz. Genau, und das sind die Momente, ich glaube, wir sind immer dann gefrustet oder ärgern uns dann, wenn wir das Gefühl haben, man nimmt uns nicht ernst. Oder
Macht sich dir wohl lustig. Das war so eine Antwort, bei der ich das Gefühl hatte, ihr sprecht hier auch ja mit mehrheitlich, glaube ich, dann noch erwachsenen Spielerinnen und Spielern. Gebt uns bitte eine ernsthafte Antwort, ja, dass sie sagt, pass auf, wir wollen das nicht. Das war jetzt mal so ein Goldzink. Wir wollen sowas jetzt nicht haben. Wir wollen auch nicht, dass es dauerhaft verfügbar ist. Das soll jetzt nur die Phase werden. Wir wollen damit natürlich auch ein bisschen die Tokenkäufe noch an. Wir wollen damit auch, dass es nur zeitlich limitiert wird. Sollen sie es doch ehrlich sagen, ja, dass es auch eine Business-Entscheidung ist. Ja. Ich würde meinen Hut dafür ziehen und sagen, ärgerlich, wir haben es vermutet, aber Chapeau, dass hier so ehrlich war, Blizzard. Dass es eine Business-Entscheidung ist. Natürlich hat das auch den Tokenkauf befeuert. Das ging in die Bilanzen ein. Leute, wir sind auch ein Wirtschaftsunternehmen. So, ne, wir haben das Spielerische, ist hier euers. Das Business ist unsers. Seid uns nicht böse, es ist auch eine Business-Entscheidung. Ja, da wären wir wütend, der Exini. Wir würden eher sagen, ja, zerknirscht. Ja, danke, dass du so ehrlich wart. Ja, es stört uns trotzdem, dass ihr uns das wegnehmt. Aber es ist eine ehrliche Antwort, weil es Business getrieben ist und nicht, weil Dinosaurier mal sterben müssen. Geht's noch? Sag mal, was ist das für ein Bullshit? Deswegen, wenn ich durch Azeroth fliege, man findet ja zum Glück nirgendwo Dinosaurier. Das ist ja das Gute, weil die ja alle schon ausgestorben sind, die Raptoren. Man findet nirgendwo mehr welche. Hey, ganz ehrlich, also. Deswegen, wenn ich jetzt mich im BFA bewege, die ganzen Dinosaurier, die da vorher rumtrappen, sind die eigentlich auch alle weg? Was mit Ungoro und so? Insel des Donners. So, und diese offensichtlichen Widersprüche, also diese Eigentore, das ist, komme ich wieder zum HSV-Vergleich, also das ist Niveau meines Vereins die letzten Jahre gewesen. Das ist so schade. Nehmt uns doch ernst als Spieler, sprecht ehrlich mit uns und sagt im Zweifel auch, dass ihr designmäßig im Moment nicht mehr hinbekommt, weil euch die Ressourcen fehlen, weil ihr Braindrain hattet und jetzt im Moment bei einem etablierten System festhaltet, ein bisschen ausprobiert. Aber ihr dürft auch kein Risiko eingehen, dass zu viele Spiele einfach abwandern oder dass Leute das überfordert. Das wäre ehrlich, aber ich glaube, sie werden besser damit fahren. Ja, die Leute werden sagen, Respekt, Blizzard, ja, jetzt endlich sprecht ihr mit uns und nicht nur zu uns, sondern ihr sprecht mit uns und auf Augenhöhe. Und dann kommen auch die unbequemen Botschaften. Sie sind tun vielleicht erstmal weh, aber sie sind ehrlich. Wir sagen, okay, ist nachvollziehbar. Was kommt als nächstes? Wie geht er dagegen an? Was macht jetzt, dass die Top-Influencer hier auf einmal Final Fantasy hier in den Hof machen? Wie antworten die eigentlich darauf? Also kommt ein Konter? Ja, jetzt mal so ein Teaser. Was kommt eigentlich nach den Schattenlanden? Neue Systeme, neue Mechaniken? Nichts. Nichts. Da kommt so ein Ding wie 1 und die Blüten. Was war das hier? Entschuldigung. Blütenexplosion. Das ist. Was bringt das eigentlich? Ich habe es ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Was ist Blütenexplosion? Das ist eine Welt, warte mal, Blossom Blast, das kann man auf seine, hätte sein auf seine bedeckt eure Freunde mit ein wenig grüner Farbe, Spaß für Groß und Klein, 5 Aufladungen. The fuck, was? Ja. Dann gibt es noch eine Ruhmexplosion, gelbe Farbe, dann gibt es noch die Markexplosion. Das ist grau, Fackel-Explosion, rate, orange, richtig. Oh. 3 Minuten Cooldown. Wahnsinn. Die Alchemie kriegt Farbexplosion mit Patch 9.1. Alles klar, Blizzard. Das ist ja, ich meine, Also, gerade die Alchemie ist prädestiniert für fantastische Elixiere und Tränke und Mischmasch, der Raid-relevant ist, der Content-relevant ist, der Farm-relevant ist, der gewisse Effekte, optische Effekte hat, aber nicht solche, sondern ja sowas, ich sag mal, nach wie vor, ich stehe immer noch, ich gebe zu, jetzt auch in Burning Crusade, die Noggenfogger-Elixiere, ja, also du hast so einen RNG-Faktor, du wirst entweder ganz klein, ihr habt aufgehört zu atmen, ja, dieser Debuff, oder Buff, ist es ein Buff oder ist es ein Debuff, und dann bist du so ein Skelett und auf einmal, ja, kann ich mir die, ich habe im Auktionshaus geguckt, ja, Trank unter Wasseratmung, und dachte ich so, nee, gebe ich jetzt nicht 10 Gold für aus, sondern ich gehe zu dem Kollegen Marvin Noggenfogger, Marvin heißt er, glaube ich, auch noch Marvin, heißt er Marvin, nichts gegen Marvins, aber ist auch so ein Running Gag hier im Norden, sind Kevins und Marvins halt Namen, über die man sich lustig macht, warum auch immer, ich weiß es nicht, nordischer Humor. Ja, genau. So, dann bin ich halt zu Marvin Noggenfogger und und damit hatte ich konnte ich wunderbar in den Zangermarschen unter Wasser meine Quests abarbeiten. Und dann dachte ich, was für ein cooles Getränk, also was für eine coole Geschichte. Warum kann man nicht so ein Noggenfogger-Derivat nach einer Questreihe? Und dann bist du entweder ein Skelett oder verwandelst dich in so einen Dämon und so. Also es gibt so viele Ideen, mit denen man dann auch Gold machen könnte. Und sowas wie diesen,
diesen Shadow Frenzy. Das waren Fische, die man angeln konnte zur Legion. Da hast du so Schattensalven, die du abschießt. Geht aber, glaube ich, erst ab Charakter Level 50, 55, keine Ahnung. Mhm. Ist jetzt total unbrauchbar. Ich fand den Effekt total witzig. Diese Sachen fehlen mir. Man kann nicht sowas mischen, dass auf einmal, dass die Magier ihre Feuerbälle, keine Ahnung, die kriegen noch ein lila Funkeln. So, und das ist ein Effekt, das von mir aus nur 5 Minuten, ja, ist dadurch, ja, muss man richtig viel farmen. Und damit kann man vielleicht ein bisschen Gold machen, ist ein witziger Effekt, was auch immer. Auch da hätten wir viele Ideen zu. Warum machen sie das nicht? Was ist denn mit dem Offensichtlichsten? Ich meine, Alchemie war doch tatsächlich früher dazu da für zwei Dinge. Punkt A, Austausch und Gleiches gegen Gleichen, also den einen Stoff in den anderen Stoff verwandeln. Und der Grundgedanke von Alchemie war doch tatsächlich, Gold zu transmutieren, also Gold herzustellen. Mhm. Warum kann ich mit Alchemie kein Gold herstellen? Ich meine, ja, ich kann echt Gold herstellen, aber das zählt nicht. Verstehst du, was ich meine? Wieso kann ich kein Gold herstellen? Gold als Währung jetzt? Jetzt kriegt ihr unsere Ingame-Goldwährung. Ja. Ja gut, die brauchen Cooldown, damit man es nicht exploiten kann, logischerweise. Ja, aber ja, das wäre ja ein Deal, wenn man immer sagt, 100 Gold. Du, das doch mal kreativ. Ein Prozent der aktuellen WoW-Markenpreises. Warum nicht? Ein Prozent. So, 100 Chars? Sonst bei 270. Ja, du, der Markt regelt das. Aber nur 1%, das heißt, 1% für einen Transmute, okay? Das heißt, du brauchst im Prinzip 3 Alchemisten pro? Ja, du brauchst 3 Alchemisten, ja, 4 Alchemisten, um 100% deiner Marke im Monat zu machen. Genau, die Frage ist, macht man es jetzt zum Tages-Cooldown oder 3 Tage, ne? Also man kann es ja ausbalancieren. Man kann es ja ausbalancieren, dass da nicht ganz komische Sachen laufen. Aber 1% wären halt, wenn die Marke jetzt bei 280.000 Gold ist, sind es halt 280 Gold. So, das, weiß ich, dreimal die Woche. Ja. Ja, bist du bei 700 irgendwas. Klar, wenn du jetzt mehrere Chars damit hast, in Ordnung. Ne? Aber du musst dich dann spezialisieren. Das heißt, wenn das wegbleibt, dann brauchst du noch irgendjemanden für lebendigen Stahl, der diese Geschichten, also das kann man irgendwie ausbalancieren, ja, dass man sagt, ne, das ist, dann haben die einen Vorteil, nämlich alle sagen, alle transportieren Gold, du brauchst irgendjemanden, der auch noch lebendiger Stahl transportieren kann, den musst du dir irgendwie bereithalten, trotzdem. Und klar, dann hast du vielleicht Freaks, die werden sich 50, 60, 70 Alchemisten hochziehen, aber das hast du immer. Diese Einzelfälle, die das exploiten, du kannst doch nicht das gesamte Spieldesign überkippen lassen, weil so ein paar das kaputt machen, dann brauche ich ein System, was das erkennt und sagt, Moment, hier wird exploitet. Das kann doch nicht zulasten der Spieler gehen, aber das ist eigentlich eine gute Idee. Währung exploiten, wirklich Gold exploiten, dann machen sie irgendwie eine komische Questreihe dazu und dann koppeln sie das an die Marke. Kann man sagen, na, das ist ja ein komischer Disconnect. Ist doch egal, wenn ich ins WoW-Auktionshaus gehe, einer der WoW-Auktionatoren bietet mir doch entsprechend an. Du kannst hier für Gold, ja, du kannst hier deine Marke hier verkaufen, ja, die du für hier im Shop gekauft hast. Das ist doch schon der Disconnect. Ja. Ne, also da braucht man ja nicht kommen, das ist ja aber unrealistisch. Das passt doch gar nicht rein in das Spiel, wenn da steht hier Referenz. Das bringt mich total raus aus der WoW. Leute, das haben wir doch jetzt schon. Ist doch nicht so schlimm. Und eigentlich müsste Blizzard uns wirklich hier bezahlen für unsere ganzen Ideen, die wir als Community und wir im Podcast haben. Wir bringen ihnen so viel Gedankenimpulse, ja. Und sie können das ja ganz anders lösen, sagen, guter Ansatz. Wir glauben, das geht eher in eine andere Richtung, wie auch immer. Ja, von mir ist wie so ein Sparschweinchen, wie ein Speicher oder in die Gildenbank. Das zahlen Leute in die Gildenbank ein, dass es nicht nur einer kriegt. Ja, dass man dann verhindert, ja klar, kannst du eine Gildenbank erstellen, aber man kann das ja ausbauen, das System. Oder du bist wieder bei dem Garnisonsthema, ja, dass man da transmutiert, Gold transmutiert, was nachher für den Ausbau der Garnison, das ist nochmal eine eigene Währung um die Garnison. Ein Gildenerfolg, je mehr Leute in der Gilde darauf einzahlen, umso größer kannst du die Garnison machen, kannst Cooldowns verändern, exhibieren. Wir können einen Katalog an Designgeschichten, die Berufe, die das Gold verdienen, die Gilde und die Community, die Zusammenarbeit, die Farmarbeit, ja, und was ist ich, heute braucht man Siegel des Sonnzorns, ja, Tagesevent, Siegel des Sonnzorns, ab in die Scherbenwelt, wird eingezahlt. Ja. Die Welt, die WoW ist mittlerweile so groß, sie hat so viele Expansionen, gibt so viele Möglichkeiten, das zu nutzen, auch wenn sie sagen, oh, das ist aber der Schicken, wir haben doch damals gesagt, wir wollen euch nicht in die alte Welt schicken, ah, jetzt müsst ihr in die Scherbenwelt und Kataklysmus-Farmgebiete und Pandaria. Ich glaube, die meisten würden sagen, ja und? Da farme ich doch eh täglich und habe meine Twinks, die überall mal rumfarmen. Und ich habe welche im Panda abgestellt, farm da, named Mobs ab und so weiter für Petrops und so ein Kram. Ja und? Das machen wir doch jetzt schon, Exi. Insel des Donners und solche Geschichten. Farmen wir doch auch immer noch heute irgendwie ab und sowas. Wo ist denn das Problem, Blizzard? Das kriegen wir alles hin. Traut uns doch zu, dass wir das verkraften und sagen, oh, jetzt muss ich Pandara-Content spielen, aber es hilft der Gilde, es hilft dem Progress, hier ist so ein großes Meta-Ziel. Und schon hast du einen ganz anderen Layer
abseits des aktuellen Raid-Contents, abseits der aktuellen Berufe, abseits jetzt von Torghast, abseits von Animados, einen komplett anderen Layer. Und da, dann kannst du noch sehen, in Design-Entscheidungen, sag mal, machen die Leute 80% Mainstream und nur 20% oder sag mal, Leute, das ist 50-50. Ganz viele gehen weg von unserem aktuellen Content in unsere Nebenlayer. Wie reagieren wir darauf im Design? Machen wir das aktuell interessanter? Bauen wir diese anderen Geschichten aus, weil die Leute sagen, honorieren das und sagen, ey, das ist völlig okay. Ich mache 50% Schattenland, ich mache 50% alten Content und gehe durch die Welt. Passt das noch an? Ihr habt doch eh schon das Level-System angepasst und das Skalierungssystem, ja, das Scaling habt ihr doch auch schon angepasst. Dann passt doch auch den Content an. Lasst den Content doch skalieren und die Spielerinnen und Spieler entscheiden und holt euch durch Feedback ein. Jedes Quartal, Leute, ist das gut? Gefällt euch das? Ist es vom Design blöd? Sollen wir das nochmal anders machen? Die kriegen ein riesen Feedback. Sollen sie doch Abstimmungen und Polls machen, die nur jemand machen kann mit einem WoW-Account. Also nicht einen öffentlichen Poll, sondern du stimmst hier mit deiner Blizzard-ID ab. Ja, anonym, dass nur Blizzard das hat, um zu verhindern, dass die Leute den Poll manipulieren. Tausende Ideen hätten wir dazu, wie sie das Spiel bereichern können. Und was wir kriegen, ist jetzt 9.1, so halbgar, ja, fliegen, klar, ist nochmal wichtig, wird auch den Zugang zur Welt verändern, ne? Die Welt wird kleiner, wenn man fliegen kann, ist tatsächlich so. Die Gebiete werden insgesamt kleiner, so, und dann warten wir auf 9.2, auf neue Ankündigungen, und ich bin mal gespannt, ob der Exodus von Final Fantasy, ob der jetzt gestoppt wird mit 9.1, ja, ich weiß es nicht, also, so, das sind so, ja, das haben wir so im Detail über 9.1 jetzt nicht so viel geredet, aber das wissen, war mal so ein Streifzug, das war mal spannend, ja. Genau. Wir wissen zumindest, was 9.1 falsch machen wird. Weil ich bin ja halt, wie gesagt, auch gefragt worden, finde ich, dass 9.1 besser wird, beziehungsweise dass die jetzige Situation verbessern wird. Da habe ich auch gesagt, ich so, nein. Weil es ist rein technisch gesehen genau das Gleiche wie sonst auch. Und über das Gleiche wie sonst auch beschweren sich die Leute tatsächlich immer nur. Also, ich meine, ich werde raiden gehen, werde ich mega Spaß dran haben. Keystone Master werde ich wahrscheinlich nicht machen, weil das Mount ist das gleiche Mount wie in der ersten Season, nur mit mehr Blau. Ich habe keinen Nerv drauf. Auch das ist schon. Warum? Schnell, wir brauchen noch einen Mount für den Keystone Master. Jo, einfach den Kontrastregler in Photoshop ein bisschen runterdrehen. Zack, neues Mount. Nee, habe ich gar keinen Nerv. Warum? Das und dann so zeitgleich verändern sie auch noch die Voraussetzungen, die du für den Keystone Master brauchst. Ja, also, naja. Ja, gut. Das aber heißt, deine 9.1-Spielzeit wird zumindest den Rahmen nicht sprengen, der dir fehlen würde, um bei Wollheim die weiteren Biome zu erkunden. Ach, darum geht es gar nicht mal. Es geht einfach nur darum, dass ich tatsächlich nicht so viel Zeit in M Plus stecken werde, jetzt in 9.1, definitiv nicht. Ich habe 9.0 sehr, sehr viel Zeit mit M Plus verbracht. Ich werde das auch weitermachen, halt alleine für die Weekly-Kiste und sowas in der Richtung. Aber ich werde jetzt nicht gucken, dass ich jede Woche mindestens 10 M Plus laufe oder so, damit ich am Ende der Woche 3 Dungeons oder 3 Items auswählen kann. Nein, mache ich ganz ehrlich nicht. Wirst du denn in das Legendary Crafting irgendwie einsteigen? Ist das, was dich irgendwie interessiert, was du im Fokus hast, oder lässt du das aus? Lass ich aus. Interessiert mich überhaupt nicht. Ich mache Rohmaterialien, also ich verkaufe Hornbälge, schwere Hornbälge, ich gehe Kirschen an, da habe ich Bock drauf. Ich mache viel mit Umsgebüchern oder verkaufe die Missives, also die Schriften für die Legendaries, das ja. Aber die Grunddinger, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Da hocken mir viel zu viele Leute drin. Da geht es nämlich wieder los mit, da muss ich effektiv darauf achten, wann meine Auktionen überboten worden sind oder nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Also ich stelle meine Auktion rein, für 24 Stunden, am nächsten Morgen beim Kaffee gucke ich nach, was verkauft wurde. Und so mache ich mein Gold. Das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Ich habe keine Lust, mich wieder 3-4 Mal pro Tag einloggen zu müssen und gucken zu müssen. Da habe ich momentan einfach keinen Nerv drauf. Von daher. Ja, also Auktionshaus PvP kann auch ganz schön stressig sein, ne? Und weil es halt auch viel Zeit kostet, ne? Selbst wenn man sagt, man hat es auf dem zweiten Account. Ja, für mich ist es momentan. Auch das ist die Aufmerksamkeit, ne? Eben, für mich ist es momentan eher so, ich habe so am Tag meine Zeit, wo ich WoW zocke und dann, wenn ich fertig bin, mache ich WoW aus und dann ist auch gut. Ich möchte nicht, ich so, ja, okay, jetzt habe ich 2 Stunden Zeit, jetzt irgendwas anderes zu zocken, dann muss ich aber nochmal nach meinen Auktionen gucken. Nö, da habe ich momentan keine Lust drauf. So, deswegen mal gucken, was 9.1 so bringt. Mal schauen. Ich habe gut voreingekauft, formulieren wir es mal so. Ja, und dann einfach mal weiterschauen. Ich freue mich tatsächlich mehr auf den Raid und da müssen wir dann mal weiterschauen. Aber naja, gut. Also auf den, genau, das ist ja quasi der Content dann für dich auch, ne? Ja, genau. Und
Genau, was wir im nächsten Goldcast noch vielleicht ansprechen können, ein bisschen mehr. Wenn sich das lohnt, musst du entscheiden. Thema Exitus Assistant, wie weit seid ihr eigentlich? Was ist im Moment eigentlich der Gesamtdatenbestand? Was sind so die nächsten Abschnitte? Das Ding läuft und läuft und läuft, ja, ne? Sind auch sehr viele, die da die Runs auch befüllen und sowas. Ja, ich glaube, wir haben schon Tausende an Runs haben wir schon drin. Wir haben jetzt vier Instanzen schon alleine schon drin mit über 1000 Einträgen. Welche sind das? Ah, das war Höllenfeuerbollwerk, Verlies, Mana-Gruft und weiß ich nicht genau. Den vierten weiß ich gerade nicht auf dem Schirm. Also auch sehr PC-lastig. Ja. Verlies ist ja jetzt nun auch witzig, aber. Ja, Verlies war, weil wir gesagt hatten, wir hatten als erstes tatsächlich ein Dungeon aus Burning Crusade voll. Und wir haben halt gesagt, weil ich ja früher oder später auch Videos darüber machen würde, dass es halt blöd wäre, wenn ich quasi über zwei oder drei Burning Crusade Dungeons nacheinander was machen würde. Deswegen haben wir geguckt, dass wir erstmal ein Burning Crusade voll bekommen, dann nochmal, dass wir danach vielleicht eine Classic Instanz voll bekommen, danach vielleicht eine Cutter Instanz. Dann kommt jemand daher und trägt auf einmal 500 Runs Himmelsnadel ein und ja, ne? Solche Geschichten. Ja, cool. Funktioniert aber ganz gut auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe ja. Was ich ganz toll fand, Herz der Angst haben wir über diese neue Farmmethode, was heißt neue Farmmethode? Die Farmmethode ist alt, aber man hat sie halt abgekürzt. Ich auch ein Video drüber gemacht. Und was mir persönlich sehr gefallen hat, war einfach, dass ich die Möglichkeit hatte, in dem Video Daten zu verarbeiten aus WoW Patch 8.0, also aus BFA, aus 9.0 und dann nochmal 9.05, also aus drei verschiedenen Patch. Intervallen konnte ich mehrere hundert Runs quasi angeben und sagen, hey, wie sehr hat sich das Ja, verändert und so okay. weiter und so fort. Fand ich sehr gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber da müssen wir dann mal gucken. Also es läuft auf jeden Fall. Macht Spaß damit zu farmen, beziehungsweise zuzusehen, wie die Leute die ganzen Runs dort eintragen. Auf jeden Fall. Ja, genau. Also, genau. Wenn das vielleicht noch ein bisschen weiter angewachsen ist, interessiert mich mal von dir so eine Bilanz. Auch vielleicht Erkenntnisse. Also Sachen, die vielleicht, was die Loot-Tabellen angeht, die irgendwie überraschen oder nicht überraschen. Also, was war wie geplant? Gibt es ein, zwei kuriose Erkenntnisse vielleicht so, wenn du sagst, okay, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, was so den Output, die Ergebnisse angeht, das können wir dann aber machen, sodass du so zwei, drei Highlights zur Erkenntnis aus dieser, seine riesige Datensammlung, aber hat die irgendwas verändert? Oder hat sie irgendwas bestätigt oder irgendwo überrascht? Das würde mich dann mal interessieren. Das können wir uns vielleicht für die nächste Folge mal so vornehmen. Muss man mal raussuchen, das ist nicht das Problem. Gut. Genau. Aber jetzt haben wir heute tatsächlich ein kleines bisschen über 9.1 ja, gesprochen, das auseinandergenommen, beziehungsweise in welche Richtung WoW sich allgemein entwickelt und natürlich auch über Burning Crusade und was dich da momentan so antreibt. Aber Andreas, hast du noch irgendwas für uns? Weil ansonsten neigen wir uns tatsächlich auch schon langsam wieder dem Ende der Episode für heute. Ich kann nur sagen, ich habe per heute, muss ich mal überlegen, 15.000 Gold in Burning Crusade ist jetzt mein Goldstand. Klingt erstmal viel, also dadurch, dass ich Nachtzügler bin, ist jetzt aber erstmal okay, aber den Meilenstein habe ich jetzt schon mal geschafft, aber ich habe noch einiges vor mir, das habe ich noch vor euch als Info. Aber ansonsten freue ich mich, dass es heute geklappt hat. Freue mich wieder über eure Kommentare und freue mich auf die Nummer 36 mit Exi. Der Goldcast kommt. Wir wissen nicht, ob wir unseren 2-Wochen-Zyklus, aber ihr seht, auch wenn mit Verspätung, die Goldcasts kommen weiter, ist vielleicht die wichtigste Botschaft. Ja? Da Ja. sind wir beständig und da sprechen wir auch mit euch. Ja? Direktes Developer-Feedback, ja, wir sprechen hier mit euch. Ihr wisst Bescheid, wir sind keine Blackbox. Der 35. Goldcast-Patch 9.1 kommt nächstes Mal. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, ich persönlich habe auch nichts mehr, also würde ich mich recht herzlich dafür bedanken, dass ihr wieder mal bis zum Ende durchgehalten habt. Ich denke, da spreche ich genauso wie für Andreas wie für mich. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl, bleibt gesund und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.